Ich muss kurz mal was sagen. Ja. Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber mein Audacity, mein normaler Strich sieht aus wie so ein verbranntes Kabel, wenn ich nichts mache. Seit ich zum ersten Mal was gesagt habe, jetzt im Podcast. Rotpfeifen und Weißpfeifen. Unsere Reise wird heute durch die verschiedensten Tiefenschichten des Abyss gehen. Also lauscht gespannt den Comic-Podcast Lesewut. Was haben unsere Jungs über das DC-Fandom zu berichten? Wie hat The Suicide Squad abgeschnitten? Wie funktionieren Fantasy und Martial Arts zusammen? Und ist unser Wookie dem Melange erlegen? All diese Fragen werden beantwortet von unserem Dune-Spezialisten Marty! Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Lesegut, eurem Lieblings-Comic-Podcast aus dem Internet. Ich begrüße euch, liebe Internetäffchen, zu Band 60. Eine wunderbare neue Folge direkt aus Berlin in eure Ohren. Heute ist der 20.10.2021 und ich begrüße mit mir zusammen hier bei dem Podcast zwei Herrschaften. Sie sind eigentlich bekannt unter den Namen Clark Kent und Lois Lane, nämlich Tim und Tino. Guten Tag, ich grüße euch. Moin, hallo. Moin. Hallo, ist Tino. Ich hab gehört, Tino hat sein Stift und Zettelchen schon parat. Also ist ganz klar, welche Rolle er eine hat. Ich habe auf jeden Fall mein kleines Westchen angezogen und meine Bluse. Ich habe nämlich vorgestern Man of Steel gesehen und da trägt Lois Lane immer ein Blüschen mit einer Weste drüber. Ah, die 90er echt? Haben angerufen, die wollen den Style zurück. Aber ist er jetzt wieder modern? Spielt die Serie in den 60ern? Nein, tut sie nicht, glaube ich. Okay. Wieso Serie? Man of Steel ist ein wunderbarer Film mit einem super Soundtrack. Aber Tino, ich finde die Bluse und Weste an dir sehr modern. Du bist ein sehr moderner Mann. Kannst du am Samstag zu meiner Geburtstagsparty sehen, versprochen. Ich weiß, dass ich gerade für eine Vorstellung habe. Ich habe gerade so irgendwie das Bild von dir, dass du aber aussiehst wie so ein Sozialkundelehrer. Dass du sozusagen so eine Lederweste anhast, aber dann so ein buntes Hemd drunter. Ach du Scheiße. Also wenn ich jetzt die Rolle von Lois schon einnehme, dann bin ich erst an erster Stelle ein heißer Ginger. Okay? Ach so. Ein also Mensch. Ich bin Mensch und Ginger. Über mehr wird jetzt hier nicht gesprochen. Also keine braune Lederweste. Lass mal. Das hebe ich mir dann okay. Auf, wenn ich so 50 plus bin. Und dann aber ohne Hemd, nichts drunter, nur die Lederweste. Ja, nur nackt, so. Nackt nur die Lederweste. Wird schwierig. Richtig kommt geil. auf die Schule an, wo man ist und welche Verfügungen dann gegen mich schon erlassen worden sind. Mal gucken. Ja, cool. Ansonsten alles gut bei euch. Tino, wie geht's dir? Ja, ich hatte ja gerade schon im Foreshadowing angeteased, ich bin 35 geworden am Montag. Happy Birthday, vielen Dank. Happy Birthday to you, happy Birthday to you, happy Birthday sexy Tino, happy Birthday to you. Du darfst auch Lois zu mir sagen, ist kein Problem. bin 35 geworden und Olli Schulz hat letztens bei Fest und Flauschig gesagt, als er 35 war oder geworden ist, hat sein Rücken angefangen weh zu tun und hat bis heute nicht aufgehört. Ich bin dafür bereit für diese Lebensphase und freue mich sehr, diese auch mit euch zu verbringen. Ich meine, ihr werdet ja maßgeblich vor mir sterben, weil ihr älter seid als ich, aber bis dahin haben wir noch viel Zeit und freue mich darauf sehr. Und am Samstag werden wir nochmal feiern, weil am Montag war ich feiern mit ein paar Leuten in der alten Kantine, da war ich ja auch Ewigkeiten nicht mehr. Das letzte Mal war ich, glaube ich, da, als ich auch meine Perle kennengelernt habe. Und dann war ja Corona. Und da waren wir feiern. Das war sehr wild und suffisant. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich fühle mich auf jeden Fall heute immer noch so, als hätte ich gestern Nacht gefeiert. Ich kenne das übrigens beides. Also ich kenne das mit den Rückenschmerzen und das mit dem durchgefeiert sein. Also ich hatte während der Corona-Zeit, also relativ am Anfang, hatte ich wirklich so ein Dreivierteljahr lang permanent Rückenschmerzen. So, und dann war ich bei der Physio. Dann wurde das so ein bisschen besser und dann wurde das wieder schlimmer und inzwischen ist es komplett weg, nämlich in dem Moment, wo wir wieder ins Büro durften und die Kinos wieder aufgemacht haben, also dementsprechend ich mich wieder bewegt habe, da wurde es dann besser. Und es ist wirklich einfach nur von diesem Rumgesitze einfach Rückenschmerzen bekommen, so blockierte Rippendinger, so. Richtig ekelhaft. Naja, und mit dem Saufen natürlich, Saufen, das hört sich jetzt so, wir saufen du natürlich. Du sollst doch nicht, du hast doch meinen kleinen Finger oben, sehe ich doch. Reicht, das wollte ich ihm sagen, das reicht bei mir eben schon irgendwie zwei Bier und dann kriege ich direkt schon irgendwie Kopfschmerzen oder Kater am nächsten Tag, also nicht so geil.
Aber wir wollen mal über positive Dinge reden, denn Tim war im Urlaub. Wie geil ist das denn? Du warst auf Islas Canarias. Ja, war der Hammer. Also habe ich auch echt gebraucht. Auch wenn es sich heute so anfühlt, als wäre die ganze Energie schon wieder weg. Aber das hat andere Gründe, die ich vorhin in einer gelöschten Aufnahme genannt habe. Über die wir jetzt nicht mehr sprechen, die jetzt vergessen ist. Wir versuchen mal, warte mal, Tim, wir versuchen mal kurz transparent zu sein. Wir haben die ersten, sag mal, 5 Minuten haben wir eigentlich schon mal aufgenommen. Und dann hat Tim, da muss man ihn aber loben, muss man dazu sagen, er hat aufmerksam auf die Waveform, also auf den Track geguckt, den er aufnimmt und gesehen, dass da ein Störgeräusch ist, wenn er nicht spricht. Das heißt, ein Brummen drauf, das sieht man ja, ne? Und da war er sehr aufmerksam und hat gesagt, so Moment, hier stimmt irgendwas nicht. Er hätte auch einfach sagen können, er wartet jetzt einfach und dann hätte ich danach in der Postproduktion mitbekommen, hier stimmt irgendwas nicht. Ja, von daher, also transparent, das meinte Tino vorhin auch mit Foreshadowing, weil er es alles einfach schon mal erzählt hat, dass er Geburtstag hatte. Aber ja, es ist stimmt. War zum Glück nur die ersten 5 Minuten, das geht immer noch. Ja, Tim, du warst im Urlaub, darüber haben wir wirklich noch nicht gesprochen. Du warst, hast du Inselhopping gemacht, ne? Ja, ich war Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria und Teneriffa. Und die sind sehr nah beieinander auf der afrikanischen Platte, aber doch sehr, sehr unterschiedlich, die Inseln. Martin war ja auch früher da, dem habe ich dann öfter geschrieben und gefragt, was geht hier so ab? Und ich konnte dir nicht sagen, weil es schon so lange her ist. Doch, er hat gesagt, geh nachts nicht in die Dünen, da treffen sich Männer, um unsittliche Sachen zu machen. Ja, aber das muss man dazu sagen, dass ja, also du sprichst ja gerade von den Dünen in Maspalomas, also ja, auf Gran Canaria. Und das ist so, dass auch Playa del Inglés, ist quasi die nächstgrößere Stadt, ist sozusagen, ist halt auch so eine homosexuellen Partyhochburg. Und dass man dann halt in den Dünen abends ein bisschen Knickknack macht oder seinesgleichen sucht, das bietet sich da einfach an. Also es gibt, glaube ich, noch, eine griechische Insel, die ist auch dafür ganz bekannt, aber ich habe es jetzt vergessen, welche das war. Einen Abend habe ich gesehen, wie eine ganze Gruppe an Männern in diese Dünen gegangen ist, mit Campingstühlen etc. Ja, das können aber auch einfach nur Freunde gewesen sein, die in den Dünen was trinken wollen. Also, ja, aber die sind da in eine Richtung, wo schon andere Männer hingegangen sind, als wenn die sich da alle treffen, weiß ich nicht. Aber vielleicht machen also ich habe ja damals Kinderanimation gemacht und wenn ich da mit den Kindern manchmal durch die Dünen gewandert bin, nee, es war alles gut. Ich war meine so Hände riechen nach Kreide. Nee. Und da hat man da schon mal das ein oder andere Kondom irgendwo finden sehen, weil da sind ja auch so kleine Büsche und da geht's dann halt immer irgendwie rund. So, naja. Ja. Ja, aber es war sehr schön und ich habe auch echt gemerkt, dass ich das gebraucht habe. Eine gute Zeit. Jetzt habe ich auch wieder ein bisschen Farbe bekommen, war ja letztes Jahr nicht so, dank der pandemischen Situation. Und ich hoffe, da kann ich noch ein bisschen von zehren, auch wenn ich heute, wie ich dann doch jetzt gerade gemerkt habe und den Jungs schon angetan habe, dann doch nicht in bester Stimmung bin. Aber das wird sich im Laufe des Podcasts jetzt bessern. Ich bin doch froh, dabei zu sein und ja, es war ein schöner Urlaub. Fuerteventura hat wunderschöne Strände. Ich habe mehrere Vulkane gesehen. Vulkane? Ich habe von Teneriffa aus ganz leicht aus Entfernung den Vulkanausbruch auf La Palma gesehen. Ja, viel entspannt, gelesen, gezockt, alte Serien geschaut und einfach mal ein bisschen in mich gekehrt. Ja, eine gute Zeit. Eine gute Zeit. Wie weit bist du mit deinem Buch gekommen? Du hast ja, sag schon, wie ist es? So 130 Seiten, warte, ich weiß gerade, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Necromancer? Genau, die Necromancer-Trilogie und das ist nämlich ein Buch, worauf unter anderem das Tabletop basiert, das Cyberpunk-Tabletop basiert, was als Vorlage für Cyberpunk basiert ist. Ich finde Cyberpunk 20... Das muss man sich überlegen. Necromancer ist sozusagen ein Roman, aus dem quasi das Tabletop-Spiel Cyberpunk entstanden ist. Daraus ist das Videospiel Cyberpunk entstanden. Aus Cyberpunk-Videospiel ist sozusagen, die sind die Comics entstanden. Ja, dann Alter, wahrscheinlich auch noch Romane. Und meine maßlose Enttäuschung über alle Medien. Egal. Was? Und meine maßlose Enttäuschung übers Videospiel auf jeden Fall. Ja, darüber, wie die Spieleindustrie im Moment funktioniert. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema, ne? Ja, also die Comics finde ich ganz in Ordnung. Also die habe ich, also den einen habe ich ganz gerne gelesen. Leider ist Tinos Karte immer noch nicht angekommen. Vielleicht habe ich ihm auch gar keine geschickt als einzige. Ja, ich vermute, dass es tatsächlich auch so ist, aber es ist nicht schlimm, Tim. Freundschaften leben sich auseinander und das freut mich sehr, dass du ein letztes Mal bei Lesewut dabei bist. Ja. Oder die spanische Post hebt sich. Verbringst. Die spanische Post hebt sich das Beste bis zum Schluss auf.
Das wird sein. Ja, ansonsten, wir waren ja nicht nur auf, oder du warst ja nicht nur auf Gran Canaria, waren auch in einem Männerurlaub, wobei es da jetzt auch nicht allzu viel zu erzählen gibt, weil das, weil diese Männerurlaube, die sind meistens etwas entspannter. Man muss dazu sagen, dass wir letztes Jahr auch schon so ein bisschen Probleme mit dem Wetter hatten, das hat sich dieses Jahr noch ein bisschen zugespitzt, als wir da angekommen sind, haben wir quasi so mehr oder weniger, es hat sich schon angefühlt wie so ein kleiner Sturm, und der Sturm unsere Zelte aufgebaut. Ja, das war schon echt spannend. Ja, ansonsten haben wir uns einfach entspannt, waren im Achterwasser baden. Das war echt kalt. Nicht so, ja, wollte gerade sagen, was auch nicht selbst, so geil war. Selbst so ich war lang, nicht lange drin, was ja komisch ist, ne? Ja, also hoffen wir einfach, dass es nächstes Jahr ein bisschen besser wird. Ich glaube, wir haben auch überlegt, ob wir ein bisschen früher fahren, ne? Nicht erst zu spät, sondern... Ja, haben wir schon, ja, im Juli. Ja, irgendwie so. Ich habe es auf jeden Fall schon geblockt. Ja, ansonsten habt ihr noch irgendwas zum Männerurlaub oder zu irgendwelchen anderen Urlauben zu erzählen? Ja, mir haben ein bisschen die Dünen mit euch gefehlt. Ich habe Uno Flip haben wir gespielt. Oh ja. Uno Flip kennengelernt und danach mehrere Uno Flip Memes uns gegenseitig geschickt und Uno Flip Scherze gemacht. Mario hat uns das Spiel des Lebens gelehrt. Ja, er hat es gekauft und wir haben einen ganz großen Fehler gemacht. Wir haben nämlich Tino die Bank machen lassen. Und er hat einfach allen unter den Tisch ständig irgendwelches Geld zugesteckt. Ja. Außer Tim. Doch, später. Später hat er dann bekommen. Okay. Er hat es nur geleugnet. Als ich mich beschwert habe, schon beschwert habe, dass er anderen Geld zusteckt. Ja. Und er, also ich fand die Gesellschaftsspielsache fand ich eigentlich ganz witzig. Das können wir auf jeden Fall beibehalten, so einen kleinen Spieleabend einmal machen, finde ich ganz lustig. Ja, ansonsten, meine Lieben, wir starten gleich. Wir haben heute, das muss ich dazu sagen, eigentlich nur Filme dabei. Wir haben einen kleinen Gastbeitrag von Stella. Ich guck gerade mal rein. Stella hat nämlich auch was mitgebracht, nämlich, ich glaube, auch zwei Filme, soweit ich weiß. Ja. Krass, also wir haben halt eigentlich nur Sachen, die aus der Flimmerkiste kommen, sozusagen. Tino hat am Ende noch was über ein Videospiel. Aber grundsätzlich, wie gesagt, haben wir Filme, weil wir waren so lange nicht am Start. Wir haben eine ganze Zeit ausgesetzt, weil bei der letzten geplanten Aufnahme ist Tino beruflich fast dazwischen gekommen. Ihr wisst, das ist immer das Wichtigste, dass der Beruf läuft, weil das hier ist ein Hobby, das ist kein Beruf. Deswegen ist immer wichtig, dass jobmäßig alles in Ordnung ist. Und danach ist Tim für 3 Wochen im Urlaub gewesen. Deswegen melden wir uns jetzt wieder. Und deswegen hat sich viel angestaut. Und deswegen haben wir gesagt, wir lassen mal die Comics außen vor und sprechen einfach mal über ein paar Comic-Verfilmungen. Und deswegen gehen wir... wir gehen nicht in der Pause. Ich wollte eigentlich nur sagen, wo ihr uns über kontaktieren könnt. Also für alle Themen, die jetzt demnächst kommen, könnt ihr uns gerne kontaktieren, könnt uns eure Meinung schreiben, könnt mit uns in Kontakt treten. Und wo das überall geht, das hört ihr jetzt. Sternzeit -301197,8. An die Besatzung. Die 3 Sternflottenoffiziere dieses Podcasts haben euch mit ihren Fäsern wichtige Links in die Shownotes geschossen. Dort findet ihr die Koordinaten zur heißesten Jeffreys-Röhre des Schiffs und den Missionsbericht zur aktuellen Folge. Außerdem den Link zur Lesewut-Playlist und Fotos meiner Seidenbademantelsammlung. Energie. Euer Jean-Luc Picard. Und wir starten direkt mit einem DC-Film, sage ich mal. Und da waren wir, ich weiß, waren wir alle zur gleichen Zeit in dem Film? Ja, ne? Ja, im IMAX. Stimmt, wir waren, den haben wir im IMAX gesehen? Mhm. Krass. Das wusste ich, weiß ich gar nicht mehr. Dass wir den im IMAX gesehen haben. Krass. Das haben wir, ja, da hatten wir doch den Hall. Ja, stimmt, das recht. Ja. Ja, wir haben nicht manchmal Probleme bei uns in dem IMAX am Mercedes-Benz-Platz in Berlin. Wenn man da genau mittig sitzt, dann hat man so ganz beim Ton so einen ganz komischen Hall. Also so wie so eine Doppelung im Ton. Man muss sich dann immer so ein bisschen seitlich setzen. Also man darf sozusagen nicht die mittleren Plätze nehmen, sondern muss immer die daneben nehmen. Also weiter links, weiter rechts. Ja, wir reden von Suicide Squad. Tino, willst du mal kurz nur 2, 3 Sätze sagen, damit die Leute abgeholt sind und wissen, worum es geht? Na, aber sicher doch. Und bevor das stattfindet, möchte ich einen kleinen Einspieler, du machst da noch die Melodie dazu, bitte, in der Postpro, ist Filmvorstellung von Tino. Tino, Tino, wenn er nicht vorbereitet ist, vorbereitet ist, vorbereitet ist. Also macht euch bereit auf eine oberflächliche Filmanalyse mit eurem Liebling, mit eurer Lieblingsbehaarten Bartkartoffel, Tino. So, ja, meine Lieben, wir sprechen heute über Suicide Squad und wir reden nicht über den Suicide Squad, den wir alle nicht gesehen haben.
Also, wenn man ihn gesehen hat, dann möchte man ihn nicht gesehen haben, sondern über den neuen Suicide Squad, der dieses Jahr in die Kinos gekommen ist. Und man muss ja sagen, das Ding hat ja schon eine super belebte Geschichte, wie es überhaupt dazu kam, wer Regie führt und so. Und niemand anderes als James Gunn sitzt hier im Regiestuhl und hat auch am Drehbuch mit rumgewerkelt oder hat es sogar geschrieben. Also dem wir zum Beispiel Thor Ragnarok zu verdanken haben. Und Guardians of the Galaxies, wenn ich richtig bin, oder? Nee. Also Thor Ragnarok hat Taika Waititi gemacht. Ach, stimmt. So war das. Aber Guardians of the Galaxy stimmt. Genau, Guardians of the Galaxy. Der hat sich so angefühlt, als wäre er von ihm, da hast du recht. Ja, so ein bisschen hat sich so angefühlt. Genau, und wie soll ich sagen, ich bin ins Kino gegangen mit euch ohne sämtliche Erwartungen, weil, ja, ich habe ja zu euch schon sehr oft gesagt und da wieder möchte ich mich auch gar nicht großartig wiederholen, dass ich von Videospielverfilmung, sage ich schon, aber auch von Comicverfilmung nicht mehr so viel erwarte. Und mich dann lieber überraschen lassen. Und so war das hier auch. Grundsätzlicher Handlungsstrang ist, dass Amanda Waller, das ist auch, die wird, ich weiß gar nicht, von wem sie gespielt wird. Auf jeden Fall ist es auch die gleiche Darstellerin, die im DC Universe sie auch spielt. Was ich immer sehr angenehm finde, wenn jetzt die Rollen alle nicht wechseln und die Charaktere und die Schauspieler, die diese spielen. Amanda Waller arbeitet ja für die Regierung und stellt aus ja unterschiedlichen Superschurken die sogenannte Task Force X zusammen, das für uns bekannte Suicide Squad. Und ja, die werden ja immer auf, so wie der Name es ja auch schon sagt, zu Missionen geschickt, die immer ein bisschen schwierig sind oder so schwierig, dass eigentlich zu erwarten ist, dass niemand zurückkommt. Und die Superschurken, die inhaftiert sind, haben die Möglichkeit, wenn sie da mitmachen, dass sie bis zu 10 Jahre Strafminderung erhalten. Bei manch einem der Superschurken handelt es sich wahrscheinlich um Strafen über die 200 Jahre. Also da kommen auch einige Einsätze theoretisch zustande. Genau, es geht darum, dass auf der Insel Corto Maltese ein Militärputsch stattgefunden hat und dort die Regierung ja gestürzt worden ist. Und auf diese Insel wird Rick Flagg geschickt, Colonel Rick Flagg, der halt eben die sogenannte Task Force X dorthin führen soll und ja, alles zum Projekt Starfish, mehr weiß man da noch nicht, aus so einer Militärbasis irgendwie der Deutschen aus dem Zweiten Weltkrieg, also es ist sehr absurd, irgendwelche Forschungen machen. Man kann sagen, diese Forschungen finden an extraterrestrischen Dingen statt, also es für jeden ist wieder was dabei. Und ja, diese Taskforce besteht aus Charakteren, die man jetzt, glaube ich, wenn man jetzt in DC nicht so into it ist, gar nicht großartig kennt. Mir waren die Namen teilweise schon bekannt, aber ich kannte die Hintergrundgeschichte nicht. Unter anderem lernt man Bloodsport kennen, Peacemaker, Redcatcher 2, Polka Dot Man, den ich übrigens sehr abfeier, genauso auch wie King Shark. Und diese bunte, ungleiche Truppe, die irgendwie alle auch ziemlich, ja, sie sind alle einzigartig, sie sind etwas Besonderes, so wie man in Prenzlberg ja zu seinem Lucien Kevin der Dritte auch sagt, wenn er Klavier lernt zu spielen mit 2. Und ja, nachdem sie am Strand von Corto Maltese landen, werden sie halt, wird eines der Teams komplett niedergemacht, aber ein anderes Team hat halt die Möglichkeit durchzubrechen und diese Mission zu verführen. Und am Ende wird viel geschossen, es wird viel getötet, es wird viel gelacht, das Ding hat einen super Humor. Es ist, wenn man Guardians of the Galaxies 1 und 2 gemocht hat, dann wird man hier auf jeden Fall auch richtig viel Spaß haben. Es ist keine Comic-Verfilmung, wo man sagt, mein Gott, das ist Story-Breaking-Through-Wow-Krass, es bereichert mein Leben. Aber man hat einfach mal, so finde ich, 132 Minuten geballte Unterhaltung mit liebenswürdigen Charakteren. Und der Film hat es geschafft, dass ich bei den meisten Charakteren zumindest Bock auf mehr bekommen habe. Und sowas habe ich mir schon lange wieder gewünscht. Das, was das Marvel Universe auch mal geschafft hat, hat jetzt endlich das DC Universe, Cinematic Universe auch bei mir geschafft. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf Sachen wie auch zum Beispiel die Peacemaker-Serie, glaube ich, ist es sogar, ne? Nicht ein Film, sondern ja, eine Serie. Und habe da richtig Bock drauf. Ja. Ich muss auch ehrlich sagen, dass jetzt, wenn wir gerade vom Peacemaker sprechen, dass John Cena halt einfach richtig, richtig lustig ist. Er ist richtig cool. Ich habe den kürzlich zufällig in dem Video gesehen, und zwar war das ein Interview bei Jimmy Kimmel.
Da war Margot Robbie war da, dann James Gunn selber und John Cena. John Cena war der einzige von den dreien, der sozusagen sein Kostüm angehabt hat, ja. In der Late Night. Aber natürlich auch Marketing, weil natürlich klar war, dass irgendeine Serie kommt. Aber der ist halt super lustig. Ich fand dieses Interview einfach total lustig. Echt ein witziger Typ. Und das glaubt man gar nicht, wenn man so einen großen Fleischberg so sieht, ne? Der ist ja wie Wrestler, glaube ich, oder so, ne? Ja. Und oder gewesen, oder ich weiß nicht, ob das immer noch ist, aber echt, echt lustiger Typ so. Also bin echt so ein bisschen Fan von ihm geworden. Ja, der hat, glaube ich, auf allen möglichen, auf dem roten Teppich hat er auch sein Kostüm und so getragen. Ja, der nimmt sich selbst halt nicht immer zu ernst. Ja, das merkt man auch und das ist echt sehr, sehr cool. Auch als das dann so über den Bauch nur knapp hing, so, ne? So ganz ins Eng war, das, was er da anhatte. Naja, das wirft man ja, oder ich zumindest, werf das ja oft in DC Universe generell vor, dass alle Helden immer super knappe, enge Outfits tragen, also als ob irgendwie man in den 60ern oder 70ern, wie man sich Superhelden vorgestellt hat, irgendwie hängen geblieben ist, auch in den modernen Comics, und das fand ich halt einfach super. Und was ich halt eben noch vorhin meinte zu den Charakteren, ich finde, dass jeder Charakter, dass jeder Schauspieler, das passt einfach richtig gut. Es passt halt einfach richtig gut. Wie gesagt, ich kenne bei den meisten, kannte ich nicht die Hintergrundgeschichte und hatte aber sofort das Gefühl, dass die Rolle gefühlt für sie geschrieben auch worden ist. Gut, bei King Shark, ich meine, der ist animated, ich weiß gar nicht, wer den überhaupt gespielt hat. So, aber zum Beispiel Redcatcher 2, die Darstellerin von Sylvester Stallone. Daniela Melchior oder ja, wie gesagt, also ist auch die Rolle von, na, Bloodsport zum Beispiel, Hammer Schauspieler, ich mag den total, ich glaube, irgendwas Elba. Mit Elbe, ja, genau, Elba. Ja, was mit Elbe. Irgendwas mit Elbe, ja. Die Elbe. Genau, über Harley Quinn müssen wir nicht sprechen, die Margot Robbie, die hat man ja schon 100.000 Mal irgendwie auch gesehen in der Rolle und so, aber da ja. Hat sie mir auch echt gut gefallen. Sie war nicht so nervig wie in den anderen Filmen, obwohl ja Harley Quinn ja auch irgendwie hart drüber sein muss, auch in den Comics ist sie ja so. Das auf jeden Fall, ja. Das finde ich nämlich auch. Deswegen fand ich es auch echt in Ordnung. Ja, Sylvester Stallone ist übrigens bloß die Stimme. Ja. Also on set war jemand anderes am Start. Ja, gut, so das merkt man ja leider im Deutschen immer nicht so, dass die ganzen bekannteren Sprecher, wo sie halt sagen, wir haben da nur genauso wie ich, Weasel zum Beispiel hat ja irgendwie, glaube ich, der Bruder von James Gunn gespielt. Ja, und dann hat er ja noch Dings gespielt, den der hätte noch eine andere Rolle gehabt. Ach, ja? Krass. Ja, keine Ahnung. Mit ich sehe gerade, stimmt, ich habe das total vergessen, der Waititi hatte ja einen Gastauftritt, stimmt, at Redcatcher 1. Ja. Das ist die Szene, wo er mit seinem Sohn auf dem Haus Tochter. Sitzt oben oder auf diesem Turm oder Tochter, ja, stimmt, die Tochter. Ja. Ja, also waren ein paar coole Sachen dabei. Ich fand zum Beispiel, also das hat mich einfach total stark an einen Comic einfach erinnert, muss ich sagen. Einfach, wo du sagst, du hast jetzt einen One-Shot oder so, weißt du, und liest halt einfach so eine Story, so ein Abenteuer mit der Suicide Squad. Fand ich wirklich ziemlich cool. King Shark kannte ich vorher schon aus anderen Comics und Harley Quinn natürlich auch. ja, wobei er, soweit ich weiß, in den Comics nicht so dumm ist. Also der ist zwar schon ziemlich, ziemlich rabiat, aber soweit ich mich erinnern kann, ist das nicht so extrem. Ja, aber ich fand auch die Charaktere ganz lustig, die da rausgesucht wurden, weil man wirklich weil man sie halt wirklich nicht kannte und es passt halt auch zu der trashigen Machart und was auch cool ist, dass halt James Gunn einfach damit machen konnte, was er wollte, so, ne? Weil diese Superhelden oder diese Schurken, die da verwendet wurden, sind teilweise halt so unbekannt, dass er da halt einfach sich austoben konnte. Und der Humor ist einfach wirklich cool gewesen, weil typischer James Gunn-Humor vielleicht einfach, was heißt vielleicht, ein bisschen sehr viel brutaler, sage ich mal, oder expliziter, sagen wir es mal so. Also man muss sich vorstellen, dass ein bisschen der Humor wie Guardians of the Galaxy halt noch ein bisschen. Nein, nur das Köpfe zerplatzen. Ja, genau, so halt, ne? Am laufenden Band. Also das war schon echt cool. Was ich aber immer noch nicht verstehe, ist, und das ist halt auch so ein bisschen das, was wenn wir zum nächsten Thema kommen, ich will jetzt nicht zum nächsten Thema kommen, ich will es bloß schon mal anteasern, dass ich immer nicht so richtig weiß, wie das jetzt alles einzuordnen ist, ne? Also gibt es jetzt das DCEU, gibt es das nicht, hängen die Filme zusammen, hängen sie nicht zusammen, weil irgendwie ist es ja schon so ein Standalone, also hat eigentlich nicht so wirklich was zu tun mit den Filmen davor und es ist schwierig.
Der Joker kam auch wie nicht drin vor, aber er wurde zumindest erwähnt. Kurz. Indirekt. Ja, keine Ahnung. Also das weiß ich, vielleicht weißt du das, Tim, dass da bin, ich habe immer noch keine Ahnung, wie das alles jetzt zusammenhängt. Soweit man es mal liest, ist die Strategie ja eher Einzelfilme zu entwickeln und die erfolgreich zu machen und dann, wenn es sich mal ergibt, was zu verbinden, aber weiß ich nicht, ob sich da jetzt noch was ergibt oder nicht. Aber ich glaube, sie probieren erstmal die Einzelfilme rauszuhauen und damit Sachen, allgemein die Marken erfolgreicher zu machen, habe ich so das Gefühl. Und so hat man es auch gelesen. Ich glaube, so, Wonder Woman, Aquaman, Batman, das bringt halt Geld und ob da jetzt noch was kommt, also naja, Team-Up oder so, was so ein die Filme jetzt wirklich verbindet, außer eine Namennennung, dann das wird sich zeigen, denke ich. Ich glaube, dass generell einfach vom Suicide Squad sehr, sehr viel abhing, nämlich wie es überhaupt weitergeht mit Comic-Verfilmungen, gerade auch mit dem Label DC, weil Wonder Woman zum Beispiel absoluter, also eine absolute Minusnummer war, also zumindest an den Kinokassen, egal wie man es subjektiv selber gefunden hat. Und da habe ich vom Regisseur? Regisseur, oh, wie heißt der denn nochmal, der YouTuber, Instagrammer hier, Regisseur? Oh, von so einem Movie-Format, du kennst den, Martin, 100%, wenn du ihn siehst, ich weiß den Namen halt nur gerade nicht, weil ich mit Namen einfach nicht gut bin. Ist ja nicht schlimm, aber es genau, und der hatte halt darüber halt eben auch gesprochen, dass halt The Suicide Squad einfach mal darüber auch mitbestimmen wird, wie erfolgreich, ob überhaupt noch Investoren gefunden werden können. Naja. Marvel Universe hat halt das Ding, die haben halt 28 Filme schon abgeballert, haben da ihr Hauptevent gehabt, das war an den Kassen auf jeden Fall zum größten Teil immer ein Erfolg und dementsprechend kriegen sie ja schneller einen Investor als jetzt jemand, der sagt, oh, ich mache einen DC-Film und am besten sind es 5 Filme, die zusammengehören, da wird halt kein Investor sagen, oh, geil, weil hat ja immer schon funktioniert. Da finde ich die Strategie schon ganz gut. Man ist es halt anders gewöhnt, aber ich finde es tatsächlich schön, weil es ist gefühlt dann immer so ein One-Shot, genau was du eben meintest, Martin. Mhm. Das habe ich dann lieber, wenn der so, also wenn die so gut sind wie Suicide Squad, finde ich das sogar besser, als irgendwelche verzweifelten Versuche, Dinge irgendwie miteinander zu verknüpfen. So zwangsläufig. Ja, das finde ich grundsätzlich auch. Ich finde es halt bloß total schade, weil man dadurch so ein bisschen die Möglichkeit verliert, große Events zu verfilmen. Weil du hast halt bei Marvel hast du halt den Vorteil, du hast in der Regel nicht immer, aber in der Regel hast du vorher Einzelfilme mit den Charakteren. Du lernst sie kennen, du lernst sie lieben und dann endet das sozusagen in einem großen Event. Und wenn es gibt einfach so geile große DC-Events, wo ich denke so, das wird halt flach fallen, weil man diese Charaktere wahrscheinlich gar nicht so zusammenkriegen würde, wenn man nur Einzelfilme macht. Keine Ahnung. Würde ich jetzt mal so sagen. Keine Ahnung. Also ich finde es halt schwierig. Ich würde mir das halt wünschen. Es gibt so gerade New Gods, was ja schon angefangen wurde, wo er sogar schon am Drehbuch gearbeitet wurde, was dann gecancelt wurde. Schade einfach. Also das finde ich halt blöd. Also aus DC Comic Leser Sicht. Ich lese ja inzwischen bei DC auch keine Serien mehr, sondern überwiegend halt diese One-Shots oder halt irgendwie Miniserien. Von daher wird schon okay sein. Oh, der Regisseur von Nerdkultur. Boah, bin ich doof, ey. Den kennst du den mit einer Brille. Warte. Hier. Ah, okay. Hier. Warte, ich zeig's hier kurz in die Kamera. Nicht wundern, warte. Ich zeig Martin mal kurz in der Kamera, wen ich meine. Okay, alles klar, ja, ich sehe ihn. Ich kenne den wirklich, hast recht. Grundsätzlich bin ich da eurer Meinung bei dem Film. Für mich hat es sich wie so ein Roadmovie mit Agenten-Flair im karibischen Setting angefühlt, irgendwie. Weil die ja immer diese kleinen Passagen zwischendurch hatten, ne, als wenn sie so dann halt erst in diesem Rebellencamp, erst am Strand, Rebellencamp, Bar, etc. Aber ich fand auch, der Film hatte dann trotzdem so einige Längen und der Humor war mir manchmal persönlich zu viel, aber da hat ja jeder unterschiedliche Meinung zu. Was mir nicht so, wenn ich so drüber nachdenke, ist schon eine Weile her, aber der Soundtrack ist gar nicht so hängen geblieben und das fand ich irgendwie, also echt gar nichts irgendwie. Ich glaube, der war recht gut. Ich kann mich erinnern, ich kann mich jetzt nicht an einzelne Songs erinnern, aber ich glaube, der war halt typisch James Gunn-mäßig relativ okay. Also da sollte man nochmal reinhören, glaube ich. Ja. Also Tipp an euch alle, hört mal in The Suicide Squad rein, Soundtrack soll gut sein, hat Martin gesagt. Ja, nee, aber ich glaube, bei James Gunn kann man sich, also James Gunn hat, glaube ich, jetzt gerade was ihn ausmacht, wenn er Filme, zumindest jetzt, ja, bei Superheldenfilme, dass er ja immer Tracks nimmt, die es halt schon gibt, also, ne, also dass das sozusagen diese Hauptthemen sind ganz oft.
Ja, keine Ahnung. Also es, ich müsste auch noch mal reinhören. Das ist halt echt lange her schon, ne? Also den Soundtrack hätte ich noch mal reinhören müssen. Aber ich gebe dir recht, vielleicht sind sie einfach nicht so im Kopf geblieben, weil man die Songs halt kennt. Ist von John Murphy der Soundtrack. Sorry, dass ich dich unterbreche. Ja, aber ich glaube James, ich glaube, der hat nicht nur, der James Gunn hat nicht nur sozusagen den Score von dem Komponisten benutzt. Ja, der hat auch eigenständige Songs. Musik, aber an dich ist auch nicht hingeblieben. Ja. Aber gut, ist ja auch schon eine Weile her. Ja, aber der hat auf jeden Fall, das stimmt, der war zu lang, das definitiv, den hätte man ein bisschen raffen können, der hatte so seine Längen und das mit dem Humor, das ist echt stark, also wie du selber auch schon sagst, hat jeder einen anderen Geschmack. Ich weiß, dass du sowieso, wenn das zu klamaukig wird, dass du das dann nicht mehr so geil findest. Das ist ja öfter mal so, dass dir das dann irgendwie nicht so gefällt. Ich mag den Humor von James Gunn ganz gerne, muss ich sagen. Taika Waititi hat es ja auch ganz gut drauf, so mal ein bisschen zu drüber zu sein. Für mich ist das immer noch okay, das ist in Ordnung. Und dadurch, dass der Film eh so ziemlich bunt und sich überhaupt nicht ernst genommen hat, fand ich das halt dann auch in Ordnung. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal weiter zum nächsten Thema. Und zwar wird ein kleiner Slot nur. Und zwar haben zumindest Tim und ich, weiß nicht, wie es bei Tino ist, aber Tim und ich haben DC Fandom uns das Event angeschaut. Also falls jemand nicht weiß, was das ist sozusagen ein Event von Warner, wo sie die neuesten Sachen ankündigen. Also ob es ein Film ist, ob es Cartoon-Serien sind, ob es Videospiele sind. Comic-Reihen, ähnliches oder neue Comic-Imprints und so weiter, die werden dort angekündigt. Da gab es halt ein paar Sachen, die neu announced wurden und Tim und ich wollten ganz kurz einfach nur unsere kleinen Highlights mal ansagen. Tim, wie hat's dir denn grundsätzlich gefallen? Ich finde es fast ja ziemlich kurz, aber kannst du ja mal selber sagen. Es war auf jeden Fall kürzer als letztes Jahr und deutlich weniger Comics waren enthalten als letztes Jahr. Es war bloß Milestone, oder? Was? Hieß die Milestone-Kampagne, Initiative. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der hieß, der Comic. Der hat mir auch gar nichts gesagt. Ja, ja. Man hat halt ganz viele, es wurde eigentlich nur ganz viel geteased gefühlt auf diesem Event. Das wurde angeteased in Serien, Filme, alles wurde mal angeteased. Man hat ganz viele Meinungen zu DC gehört von den Darstellern und den Regisseuren, Produzenten, die an den ganzen Sachen mal mitgearbeitet haben, an Serienfilmen, früher, heute, Zukunft, das Event dadurch total aufgebläht und eigentlich haben alle nur auf den Batman-Trailer am Ende des Events gewartet. Da ging auf jeden Fall der Chat ordentlich ab. Mein Highlight, mein persönliches, war der Teaser zum Flash-Film. Also Flash ist ja sowieso einer meiner Lieblingshelden. Ich fand ihn aber auch sehr spannend. Ich werde jetzt keine die erste Erfahrung nehmen, falls jemand den Teaser-Trailer noch nicht gesehen hat. Aber man weiß ja schon, was ungefähr vorkommt. Aber es gab auch noch mal ein paar Überraschungen. Und gerade, dass das Cape von Michael Keaton dann zu sehen und ein paar andere Sachen mit Flash, die ich jetzt, möchte da jetzt nicht, kann man ruhig mal reingucken, das fand ich ganz cool, bin sehr gespannt drauf, auch die anderen Sachen waren interessant zu sehen, aber da gebe ich mal Martin ab, vielleicht möchte der dazu noch was sagen. Ja, mir ging es genauso, mir ist das gerade ganz extrem bei Aquaman aufgefallen, dass da gar nicht viel gezeigt wurde, da wurden so ein bisschen Behind-the-Scenes Sachen gezeigt und dann haben halt immer irgendwie der Regisseur oder auch Jason Momoa immer gesagt, so, wow, wie krass das alles ist und so, das gab's vorher noch nie, also wirklich so ziemlich viel Marketing, bla bla. Trotz all dem freue ich mich total auf den Aquaman-Film, also ich freue mich eigentlich grundsätzlich immer auf alle DC-Filme, muss ich sagen, ne? Genau, Punkt. So, ich freue mich auf den Aquaman-Film. Ich freue mich vor allem einfach nur, weil ich es spannend finde, und zwar den Aquaman-Cartoon. Der sieht echt interessant aus. Erinnert mich so ein bisschen, wie so eine Mischung aus SpongeBob Schwammkopf und Aquaman. Finde ich sehr, sehr interessant. Und ansonsten sind jetzt meine Highlights, was die Realverfilmung angeht, war Flash und Black Adam. Also die beiden Sachen haben mich dann schon geflasht, haha. Die Thematik, um die es bei Flash geht, halt das ist, was mich auch an Flash interessiert. Also von daher bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Und wie du schon sagst, Tim, da gibt's im Teaser oder im Trailer, was auch immer das ist, gibt's dann auch ein kleines Highlight noch mit drin. Also schaut doch mal rein.
Und ich denke gerade bei dem, wenn man die Thematik vom Flash-Trailer sieht, dann schließt das ja auch ein bisschen an dein Thema vorhin an, die Konnektivität, genau. Dass da vielleicht noch einiges ermöglicht, dieser Film. Ja, vielleicht traut man sich auch, also das ist ja das Geile an Flash, man kann ja eigentlich über Flash, hat man ja alle Freiheiten, Sachen neu zu starten oder einfach zu sagen, wir machen jetzt einen Reboot und das geht ja relativ gut. Vielleicht traut man sich das ja irgendwann mal und sagt so, jetzt fangen wir nochmal neu an und versuchen nochmal das neu aufzudröseln. Ich finde ja immer, bei DC fehlt so ein Mastermind wie bei Marvel. Das heißt, er hat den Kevin Feige, der das irgendwie alles so ein bisschen im Blick hat und guckt, dass das alles irgendwie cool wird. Und bei DC habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, da ist dieser viele Köche verderben den Brei, diese Sache dabei irgendwie. Naja. Also Warner, Brüder, wenn ihr das hört, Martin wirbt sich hiermit als Head of DC Films. Es kann nur besser werden. Ja, ansonsten, meine Lieben, kommen wir jetzt zu einer Green Lantern Filme raus. Kommen wir zu einer jungen Dame, die ihr schon kennt aus unserem Podcast, nämlich die liebe Stella. Die Stella übernimmt den nämlich gleich. Genau, und die hat zwei Sachen mitgebracht. Ich glaube, es sind zwei Filme. Ey, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch. Eins davon ist auf jeden Fall ein Film, das andere bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ist scheißegal, hört doch selber mal rein. Liebe Stella, willkommen bei uns im Podcast. Und danach gehen wir übrigens in eine kleine Pause. Die Frage ist, wenn wir jetzt Stella kommen, wollen wir vielleicht vorher die Songs machen? Ja, aber machen wir mal, oder? Komm, Team, sag mal. Machen wir mal. Ja, meine Lieben, ich halte mich ganz kurz. Und zwar über einen Film, über den wir später sprechen, aus dem Soundtrack, habe ich einen Track rausgesucht, den ich total abfeier. Er beschreibt dieser Soundtrack kommt in einer Szene vor, die sehr dramatisch und sehr episch ist und ich krieg einfach immer Gänsehaut. Und zwar von Hans Zimmer Armada aus dem Album Dune. Aus dem Film-Soundtrack von Dune. Und mein zweiter Track ist von 12 Foot Ninjas. Da hat sich ja jetzt schon immer angedeutet oder immer mehr verdichtet, dass sie ein neues Album rausballern. Haben sie jetzt gemacht. Ich liebe 12 Foot Ninjas, großer Fanboy. Schickt mir bitte ein Fanpaket. Ich bin super großer Fan. Und zwar von dem neuen Album Vengeance Culture War. Oder Culture. Culture. Konnte ich Culture. Culture War. Engine. Ja. Tim. Mach du mal gleich weiter. Ja, ich habe auch zwei Songs dabei und ich wollte auch erst einen Song aus dem Soundtrack nehmen, den Tino ich hatte. Auch. Und dachte ich so, muss jetzt nicht sich trippeln, deswegen habe ich was anderes dabei. Und zwar ist ja auch in der Zeit, es war jetzt schon eine Weile her, dass wir den letzten Podcast aufgenommen haben, das neue Nura-Album rausgekommen, was ein bisschen erwachsener ist und auch mal ernstere Themen drin vorkommen, nicht nur Gucci und die nächste Party und der nächste Trip und Hedonismus und hier und da. Da aus dem Soundtrack habe ich dem Album habe ich den Song Fair in die Liste gepackt. Hört mal rein. Ein ernster Song. Kennst du die Version mit dem Orchester? Von dem Song? Hm. Nee. Oh, solltest du dir geben. Der ist echt richtig geil. Also die hat quasi den Song mit einem Orchester zusammen aufgenommen. Okay. Das ist schon echt, echt stark. Also finde ich fast besser als das Original. Ja, auch ich habe zwei Songs mitgebracht. Ich habe meinen zweiten Song noch nicht genannt. Achso, Entschuldigung, ja, mach mal. Oh, ja, stimmt. Jetzt, wo ich sehe, ja. Aber, ja. Nee, erzähl mal. Einen zweiten Song habe ich gewählt, ist von der Band Beach Bunny, Cloud 9. Und zwar habe ich den gewählt, weil das ist eine Band, die höre ich ganz gerne und auch andere Indie-Sachen, wenn ich so ein bisschen schlechte Laune hatte. Und ich war, als ich das ausgewählt habe, schon nicht so gut drauf vorhin. Und deswegen habe ich den in die Liste gepackt. Ja, deshalb. Oh, erfüll meine Stimmung. Ja, ich habe auch zwei Songs mitgebracht. Ich wollte aber gerne noch eine Sache vorher sagen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr euch beide erinnert. Und zwar habe ich vor einiger Zeit einen Song in die Liste gepackt von einer Künstlerin, die da heißt Willow. Und ich habe irgendwie neulich festgestellt, das ist verdammt nochmal die Tochter von Will Smith. Oh. Ja. Gleich löschen. Ich finde die wirklich gut. Also die macht echt geile Musik. Und vor allem hat sie eine total krasse, außergewöhnliche Stimme. Wait a Minute war der Song, den ich da reingepackt habe. Und ich habe jetzt erst im Nachhinein in einem Insta-Reel gesehen, oder habe ich sie gesehen und habe ihre Stimme dazu gehört und dachte so, hä? Klingt ja genauso wie die Dame aus Wait a Minute. Und dann ist es einfach die gleiche und die Tochter von Will Smith. Also das ist schon, ja, gut. Das wollte ich nochmal sagen, bevor ich das vergesse. Und ich habe zwei Songs mitgebracht. Der erste Song ist von The Weeknd und habe ich einfach noch reingepackt, weil ich davon einen krassen Ohrwurm hatte eine ganze Zeit lang.
The Weeknd mit Save Your Tears. Und der zweite Song, den ich mitgebracht habe, da hatte ich auch einen Ohrwurm von, beziehungsweise der ist mir direkt, bin ich direkt aufmerksam geworden. Nämlich habe ich von Wes Anderson The Royal Tenenbaums gesehen. Da kam ein Song drin vor, nämlich von Nico These Days. Der ist mir direkt aufgefallen, der Song, habe ich direkt in meine Liste gepackt und jetzt werde ich ihn in unsere Lesewut-Playlist packen. Yeah. Geil. Ich bin ja für ein Lesewut-Wes Anderson-Special, auch wenn es nichts mit Comics zu tun hat. Aber ja, du, wenn hier French Dispatch rauskommt, dann können wir auf jeden Fall mal drüber sprechen. Großartiger Regisseur, einer der besten, den es gibt. Ich habe jetzt auch fast alle Filme von ihm gesehen. Ich glaube, irgendwie ein oder zwei Filme noch. Und somit gehen wir nicht in eine Pause, sondern wir hören erstmal die liebe Stella, die wie gesagt zwei Filme hat und danach machen wir eine kurze Pause und dann geht es weiter mit zwei Filmen und einem Videospiel. Also bis gleich. Guten Abend oder welche Stunde auch immer gerade bei euch schlägt. Holt euch eine Tasse Tee oder irgendwas anderes Leckeres zu trinken oder zu snacken und spannt eure Lauscher auf, denn wir... jetzt ist mir der Kugelschreiber aus der Hand geflogen. Denn wir werden heute über einen Anime-Film reden und über eine Anime-Serie. Und weil ich erst jetzt gerade in meinem Kopf beschlossen habe, womit wir anfangen, legen wir doch mal gleich los. Spannende Musik eingeblendet. Spannende Musik ausgeblendet. So gut kann ich leider nicht schneiden. Wir werden heute über einen Film reden, in dem es größtenteils um einen Jungen geht, der lauter Selbstzweifel in sich trägt, im Selbstmitleid schwimmt, keinen Sinn in der Welt sieht, das Gefühl hat, dass er für all das Schlechte in der Welt verantwortlich ist, was gar nicht so abwegig ist, denn er hat ein paar Sachen verbockt, die einen großen Schaden leider ausgelöst haben, was die Welt betrifft. Er hat eine sehr schwierige Vater-Sohn-Beziehung. Sein Vater ist einfach ein mieses, toxisches Arschloch. Wir hassen ihn alle. Seine Mutter ist leider sehr, sehr früh verstorben. Er wird in der Schule gemobbt. Er hat eine riesige Aufgabe auf seinen Schultern zu lasten. Verliert eigentlich jeden, der ihm nahe steht. Kann nicht wirklich richtige Freude empfinden. Sucht seine Anerkennung und das Gefühl, geliebt zu werden in anderen Menschen, anstatt bei sich selbst zu beginnen und mit Selbstliebe zu starten. Denn ohne diese wird er niemals glücklich sein. Na, klingelt es bei einigen von euch? Worüber reden wir wohl gerade? Ich glaube, einige, die in der Popkultur stark verwurzelt sind, da wird jetzt schon einiges im Kopf rattern. Wir reden heute über Evangelion 3.0 plus 1.0 One Thirst Open a Time. Den letzten Neon-Evangelion-Film. Nach 25 Jahren ist einfach diese Geschichte beendet. Es wird angeblich, nichts mehr kommen. Wir werden heute über den letzten Film sprechen. Ich werde nicht auf die Neon-Evangelion-Geschichte eingehen, denn damit könnte ich, glaube ich, 2 Stunden Podcast füllen. Diese Serie ist einfach verdammt verstrickt, gut durchdacht, ergibt teilweise immer noch keinen Sinn für mich, aber wahrscheinlich ist das genau das, was es so fesselnd macht, dass es so viel Raum gibt, Sachen zu interpretieren, die Geschichte immer wieder neu aufzunehmen und immer wieder neu zu erleben und zu fühlen. Ich habe diese Serie schon geguckt, da war ich ein kleines Kind. Jetzt bin ich in einem erwachsenen Körper und immer noch ein kleines Kind. Nein, Scherz beiseite. Wo fangen wir bloß an, Leute? Wow. Ich habe den Film Ende August geguckt. Der kam am 13. August auf Amazon Prime, ist heute immer noch verfügbar. Am 8. März 2021 ist er in japanischen Kinos gestartet. Er wurde leider sehr, sehr häufig verschoben, aufgrund von Corona zum Beispiel. Der Film geht 155 Minuten lang, beendet einfach eine sehr lange Reise, sehr viele Jahre, in der die Geschichte reifen und immer wieder neu aufgenommen werden konnte. Die Anime-Serie ist ja aus den 90ern, ich glaube 1995 bis 1996, vom Regisseur Hideaki Anno. Auch ich habe extrem massiv schwierige Probleme mit japanischen Namen, die ich vorher nicht oft ausgesprochen oder gehört habe. Der hat, wie gesagt, auch die Serie in den 90ern gemacht und ich glaube, es war ein Herzensprojekt von ihm, uns mit diesem Film zum Abschied zurückzulassen, wo wir endlich mal aufatmen können. Der Film ist nämlich gleich die Fortsetzung von dem Film, der davor kam, der 2012 anlief, und zwar Evangelion 3.33 You Can, in Klammern Not Redo. Und dieser Film hat uns damals einfach mit Schmerz, Trauer und Verlust zurückgelassen. Da setzt dieser Film auch gleich an. Es ist eine große Katastrophe passiert im letzten Teil. Shinji, unser Hauptakteur, Rei und Asuka laufen durch die kaputte Welt immer weiter, bis sie zu einem kleinen
Flüchtlingsort kommen, wo die Menschen sich eingerichtet haben. Wir befinden uns in einer dystopischen Zukunft. Die Welt ist zum größten Teil vernichtet, Umwelt verschmutzt, teilweise zerstört von Engeln, mysteriöse Wesen, von denen die meisten Menschen nicht, woher sie kommen, nicht wissen, woher sie kommen. Kommen sie aus dem Weltraum? Waren sie schon immer an unserer Erde? Wir wissen es nicht oder wir wissen es auf jeden Fall, wenn wir den Film zu Ende geguckt haben. In diesem Film beginnt eine lange Reise von Shinji, der komplett zerstört und kaputt ist. Im letzten Teil musste er leider etwas sehr, sehr Schreckliches mit ansehen, was ihn zerrissen hat. Und wenn wir daran denken, wie alt Shinji eigentlich ist, er ist noch ein Kind, nicht mal 16 Jahre alt und musste halt die Verantwortung auf den Schultern lasten, die ganze Welt zu retten mit den zwei anderen Kindern. Kann ich auf jeden Fall verstehen, dass es ihnen sehr, sehr schlecht geht. Ich möchte nicht wirklich auf die Geschichte eingehen, denn wie gesagt, ich könnte wahrscheinlich einen ganzen Podcast damit füllen. Es gibt so viele Theorien, es gibt so viel durcheinander zu erzählen. Die Filme heben sich leicht von der Serie ab, erzählen mögliche Versionen in einem anderen Zeitstrahl. Auch dieser Film lässt uns in einen anderen Zeitstrahl, glaube ich, zurück. Er ist komplett eine Abzweigung von dem, was uns die Serie als Ende bietet. Ich möchte zum größten Teil eher darauf eingehen, warum ihr den Film sehen solltet, ohne euch Inhalt mitzugeben. Den kann ich nicht wirklich wiedergeben, wenn man sich nicht mit Neon Evangelion auseinandergesetzt hat. Aber obdacht, ihr könnt den letzten Film gucken, auch wenn die Serie und die anderen Filme sehr, sehr lange zurückliegen. Denn das Gleiche habe ich auch getan. Denn auch für Leute, die die Serie oder den Film noch oder die Filme noch nie gesehen haben, das ist so tief in der Popkultur verwurzelt, dass man immer was mitbekommen hat. Ich bin zum Beispiel jemand, der eigentlich überhaupt nicht auf Mech-Animes steht und so Gundam-Zeug auch aus Nostalgiegründen eigentlich meidet, aber Neon Evangelion hat einfach so viel mehr zu bieten. Tiefe Gespräche, Auseinandersetzung mit sich selbst und vor allem auch mit Realisierung, ob man es verdient hat zu leben und ob die Welt wirklich existieren sollte. Mit dem menschlichen Ich, was sind Menschen, was sind Menschen nicht? Und in diesen letzten Filmen werden uns einfach Bilder geboten. Oh, viele Chefküsse an die Küche der Animatoren. Oh mein Gott, also ich saß halt wirklich zu Hause vor meinem Fernseher und dachte mir, warum kann ich diesen Film nicht im Kino sehen? Die Bilder sind überwältigend. Sie sind relativ schlicht, typisch für Neon Evangelion oder relativ oft auch typisch für normale Anime-Serien. Aber die Farben, die Art und Weise, wie die Bildsprache gesetzt wird, die Szenerie, die untermalt wird von wundervoller Musik, wirklich Neon Evangelion hat einen klasse Soundtrack. Und das Ende von diesem Film ist für jeden, der sich mit der Geschichte auseinandergesetzt hat, einfach eine Erlösung. Und dann, meine lieben Freunde, kommt der Abspann. Hikari Utada singt ihn einfach, die Sängerin von Simple and Clean, die Song, den viele aus Kingdom Hearts kennen werden. Und der Abspannsong ist nach dem Titel benannt One Last Kiss, der einen komplett rausreißt, denn ihr habt 155 Minuten lang eine extrem wilde Fahrt an Action, an tiefgründigen Gesprächen, an schnellen Abfolgen von Bildern, Animationskunst und ihr wisst die ganze Zeit, okay, das ist das Ende. Ihr seht jetzt gerade das Ende von einer Geschichte, die fast 25 Jahre lang Teil der japanischen Popkultur war. Das ist auf jeden Fall sehr viel. Deswegen empfehle ich euch allen, diesen Film zu schauen. Wie gesagt, würde ich mich jetzt komplett auf die Story zurücklehnen oder versuchen, euch zu erzählen, was da alles abgeht, würde es auf jeden Fall den Rahmen sprengen. Schaut euch Evangelion 3.0 plus 1.01 auf jeden Fall an. Dieser Film hat es in sich. Wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut die Serie, also den Anime Neon Evangelion und die Filme nochmal. Das hilft auf jeden Fall viel mehr zu verstehen, besonders wenn man das alles nacheinander guckt. Die Filme und Serien waren teilweise sehr stark vom Zeitfenster auseinander und genießt es. Genießt eine Fahrt durch eure Emotionen. Mit einer emotionalen Fahrt wird es auch gleich weitergehen mit dem nächsten Anime, zu dem ich mich durchgerungen habe, ihn zu gucken, denn viele meiner Freunde, Grüße an Lou, Grüße an Dario, haben gesagt, dass es sich wirklich lohnt, diesen Anime zu gucken. Ich war erst ein bisschen abgeneigt, weil der Zeichenstil mich nicht wirklich gecatcht hat. Er ist sehr niedlich, sehr chibi-artig, ein bisschen Adventure, Nintendo-Style würde ich fast sagen. Das ist halt im Normalfall nicht unbedingt das, was mich catcht, aber bei The Promised Neverland zum Beispiel, einer anderen Anime-Serie, habe ich mich davon auch nicht trügen lassen, habe mich drauf eingelassen, habe es jedenfalls für die erste Staffel nicht bereut.
Bei der Anime-Serie, um die es jetzt geht, Made in Abyss, war das genauso. Ich habe es nicht bereut, mich darauf eingelassen zu haben. Danke vielmals an die Empfehlung meiner zwei Freunde. Und jetzt starten wir doch mal gleich zum Thema emotionale Fahrt. Kommen wir doch erstmal zu den Fakten. Der japanische Titel Made in Abyss wurde 2017 produziert. Es gibt bisher eine Staffel, die hat 13 Folgen. Eine Folge ist ca. 23 Minuten lang und einen abschließenden Film der ersten Staffel. Und zwar Made in Abyss, Seelen der Finsternis, der 105 Minuten lang ist. Der ist, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, auf Amazon zu streamen. Leider nicht bei Amazon Prime. Ich musste damals mir den Film ausleihen. Das war es mir aber wert, weil ich diese Story unbedingt weiterverfolgen wollte. Die zweite Staffel ist auch schon angekündigt für 2022. Leider noch nicht bestätigt, in welcher Season. Die Musik, um das als kleines i-Tüpfelchen nochmal zu benennen, wurde von Kevin Penkin gemacht, einem englischen Komponisten, der bei Nobuo Uematsu gelernt hat, der den Soundtrack für fast alle Final Fantasy-Spiele gemacht hat. Und ich muss sagen, als ich diese Kleinigkeit erfahren habe, war ich überwältigt und habe den Soundtrack rauf und runter gehört. Also zweite Empfehlung, hört euch auch den Soundtrack von Made in Abyss, ach dieser Titel, Leute, an, denn es lohnt sich. In der Geschichte geht es um ein kleines Mädchen, das Riko heißt. Riko ist eine Höhlentaucherin. Das sind so gesagt die neuen Archäologen dieser Welt, die in die Tiefe des Abyss tauchen. Eine riesige Schlucht, die Millionen an Kilometern nach unten geht, noch nie komplett ergründet wurde. Denn der Abyss hat seine Tücken. Je tiefer man taucht, desto größer können die Auswirkungen auf den menschlichen Körper sein. Zum Beispiel Nasenbluten, Schwindel, Übelkeit, Schmerzen in den Knochen, Glieder können sich verdrehen und all das. Deswegen gibt es auch eine Schule für Höhlentaucher, Schatzsucher, die nach verschiedenen Pfeifen eingestuft werden. Sie kriegen so Trillerpfeifen umgehangen, um zu sehen, welchen Rang sie haben. Riko ist eine Rotpfeife, das ist der erste Rang. Es gibt dann noch die Weißpfeifen, das sind die, die wirklich ganz tief hinabtauchen können und ihren Körper so stark trainiert haben und das überleben. Eine berühmte Weißpfeife ist zum Beispiel die Mutter von Riko, die irgendwann in den Abyss abgestiegen ist und nie wieder nach oben zum Tageslicht zurückkam, was Riko seit klein auf antreibt, selbst Höhlentaucherin zu sein, so weit wie möglich nach unten zu kommen und ihre Mutter wiederzufinden. Eines Tages geht sie mit ihrem Partner auch auf eine kleine Schatzsuche, natürlich in den höheren Höhlenschichten. Sie wird irgendwann unaufmerksam, denn Riko ist wie viele andere Anime-Girls etwas quirlig, aufbrausend, impulsiv, neugierig und stößt dabei auf ein Tierwesen, würde ich es jetzt mal nennen, ein monströses Wesen, was sie angreift. Doch gerade im letzten Moment kommt eine mysteriöse Gestalt auf sie zu und rettet sie. Diese Gestalt wird dann gleich ohnmächtig. Sie guckt sich die Person näher an und stellt fest, dass es sich um einen kleinen Junge handelt, in ihrem Alter in etwa, der aber nicht ganz menschlich wirkt, sondern eher wie ein Android. Den nimmt sie mit hoch, versteckt ihn vor ihrem Lehrer, versucht ihn irgendwie wieder wach zu kriegen. Der Junge wacht auf, hat keinerlei Erinnerung an das, was vorher passiert ist, wer er ist, und so gibt Riko ihm kurzerhand den Namen Rek. Irgendwie kommt eins zu den anderen und die beiden beschließen zusammen, in die Tiefen des Abyss abzusteigen und Rikos Mutter zu finden, denn Riko hat einen Zettel gefunden, auf dem draufsteht, ich warte auf dich am Ende des Abyss. Und natürlich muss der von ihrer Mutter sein. Es gibt keinen richtigen Indiz darauf, dass es von der Mom ist, aber Riko denkt, das ist so und macht sich dann auf die Reise mit Rek hinab in die Tiefen. Das ist so der Start von der Serie. Die ersten paar Folgen waren auch wirklich adventuremäßig, lustig, süß, unterhaltsam. Ich habe fast ein paar Studio Ghibli-Vibes gehabt und dann fing es auf einmal an, von 0 auf 100. Es wird blutig, es wird brutal. Wir hören Menschen schreien, wir sehen Menschen sterben, wir sehen Menschen auseinanderreißen, wir sehen sehr, sehr viel Blut und müssen auch leider sehen, wie unsere kleine Riko immer wieder Schmerzen durchleidet und Rek auch mit sich selbst kämpfen muss. Genau das hat mich angeheizt, diesen Anime so doll zu gucken und zu suchten und ich bin dem verfallen und bereue es keineswegs. Habt ihr Interesse an Made in Abyss? Dann klickt bitte jetzt auf diesen Button, abonniert. Nein, dann könnt ihr den auf Netflix gucken. Der ist da noch verfügbar. Wie gesagt, der Film war bei Amazon zu sehen. Es gibt den Anime, also die erste Staffel, auch in zwei Filmen gesplittet. Habe ich nicht geguckt, weil ich mir dachte, okay, ich habe die 13 Folgen inhaliert, ich habe den Zwischenfilm gesehen, ich warte jetzt nur noch auf die zweite Staffel. Der Manga ist, glaube ich, auch noch in der Mache.
Ich habe zu schnell und zu viel geredet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich gebe wieder ab an die drei heißen Boys des Comic-Podcasts Lesewut. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Teilt gern eure Meinung mit uns, bewertet uns auf allen möglichen Plattformen, folgt uns. Und euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht oder einen guten Start in den Tag. Adios, amigos. Hallo meine lieben Internetäffchen, wir sind wieder zurück aus der kleinen Pause. Ich hoffe, Stella hat euch gefallen und sie hat euch wunderbare, schöne Sachen von ihren beiden Filmen erzählt. Und wir machen auch weiter mit einem Film, den Tino jetzt wieder nicht besprechen wird, aber zumindest würde er uns abholen ein bisschen. Tino, ne? Also liebe Freunde, wieder schön, mach den Jingle rein, Martin. Mach den Jingle rein. Nein. Movie Theater mit Tino, unvorbereitet und einfach halb vorgelesen, mit und von Tino. Danke. So, Applaus einbauen, so. Cool. Ja, liebe Freunde, wir wollen jetzt mit euch, euch kurz berichten von einem Film, der da heißt Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Und wer glaubt, dass das eine super Vorlage für einen verdammt guten Porno wäre? Ich glaube schon. Ten Rings, Freunde. Naja, gut. Wie soll ich sagen? Ich glaube, als Shang-Chi kannte ich nicht. Ich habe mal, glaube ich, ein, zwei Mal davon gelesen oder so, aber ich konnte mit dem Charakter erstmal überhaupt nichts anfangen. Grundsätzlich geht es in der Story darum, dass wir einen jungen Mann namens Shang-Chi, der aber eigentlich erstmal anders heißt, ich glaube, warte mal. Sean? Ja, genau, Sean. Sean war das. Wir begleiten Sean. Sean ist ein Dude, der lebt einfach, der lebt sein Life, der hat eine gute Zeit mit seiner besten Freundin Katie. Beide verstehen sich super, eigentlich ist so Best Friends und eigentlich auch ein bisschen Love miteinander, aber irgendwie gar nicht so, weil beide haben Prinzipien und schlafen nicht miteinander, sondern respektieren ihre platonische Ebene. Das, was in Berlin viele Leute vielleicht sich hinter die Ohren schreiben sollten. Freundschaft ist mehr wert als ein One-Night-Stand oder toxisches On-Off. Auf jeden Fall, die beiden leben ihr Life, leben mal sehr bescheiden, arbeiten als so, wie nennt man das, so Leute, die Autos entgegennehmen in Edelrestaurants und Hotels und die dann parken. In Amerika ist das ja ganz groß. Carportier würde ich es jetzt mal nennen. Ich weiß auch nicht, wie man das nennt. Naja, auf jeden Fall fahren sie dann mit den Autos auch manchmal einfach um Block und wie gesagt, leben ihr Leben und haben einfach eine gute Zeit. Irgendwann stellt sich aber raus, hey, yo, es gibt ja irgendwie so Ten Rings und da gibt's einen Typen, der schon über 1000 Jahre alt ist, der 10 magische Ringe gefunden hat. Verleihen ihm als Träger dieser 10 Ringe, dessen Herkunft noch nicht so bekannt ist, warum und wieso sie auf der Erde existieren, unglaubliche Kräfte, aber auch Unsterblichkeit. Und wie es nicht anders ist, ja, man sieht's halt einfach, wenn man den Film schon guckt, ich verrate da gar nicht viel, man checkt das schon in den ersten Sekunden. Der Typ, der diese 10 Ringe gehört, ist natürlich der Vater von diesem Sean, der eigentlich untergetaucht ist, nachdem viele Dinge in seiner Familie ganz schön schiefgelaufen sind. Also jede Familieneinzelfallhilfe oder Familienhilfe hätte seine Freude bei dieser Familie. Also ich hätte sie auf jeden Fall. Ist nur die Frage, ob man es überlebt. Auf jeden Fall versucht der Vater Sean wieder zurückzuholen. Das Ganze hat aber natürlich nicht nur den Grund, dass er seinen Sohn gerne wieder hätte, sondern auch ganz, ganz andere Gründe, denn unser vermeintlicher Bösewicht, so nenne ich mal, wird eigentlich nur manipuliert. Und dementsprechend ergibt sich da eine Marvel-Story, ja, die gefühlt, ich sag mal gefühlt, weil ich möchte natürlich respektvoll damit umgehen, weil nur weil ich die Geschichte nicht kenne, so heißt es ja nicht, dass sie nicht einzigartig ist, aber ich finde, sie wirkt sehr, sehr generisch, hat aber seine spannenden Momente und ich fühlte mich auf jeden Fall sehr unterhalten bei dem Film. Tatsächlich sehe ich gerade, dass er auch 132 Minuten ging, wie Suicide Squad.
Nur dass gefühlt ich bei Suicide Squad nicht das Gefühl hatte, dass der so lang geht. Also er hatte zwar auch ein, zwei Längen, aber ich fand Shang-Chi hatte schon um einige Längen mehr, neben teilweise furchtbarem CGI. Da haben sie sich wahrscheinlich von DC mal die Praktikanten da ausgeliehen für die Visuals. Ja, auf jeden Fall in der Story, sie treffen wieder auf, zueinander, miteinander und da passiert eine ganze Menge Kram. Wie gesagt, spannender kann es nicht sein. Das Gute an der ganzen Geschichte ist, dass Shang-Chi selbst sehr bildgewaltig daherkommt, auch wenn es so Szenen gibt, wo ich das CGI scheiße fand, hat der Film aber eine ganz gewisse Ästhetik, finde ich. Und wenn man, glaube ich, so mit John Woo-Filmen, aber auch mit, wie hieß denn der andere Regisseur, der auch immer Tiger and Dragon und sowas gemacht hat. War das nicht John Woo sogar? Auf jeden Fall mit so Kampfszenen, wo die Leute so Shaolin-mäßig so durch die Gegend schweben und fliegen. Ja. Das hat eine ganz interessante Bildästhetik und das funktioniert auch auf jeden Fall. Der Film hat mich gut unterhalten. Ich hatte Spaß. Ja. Ich weiß noch nicht, inwiefern Shang-Chi die Riege der neuen Marvel-Charaktere wirklich ergänzt oder ob hier einfach aus der Zauberkiste aufgrund Diversitätswünsche in der Gesellschaft und generell da irgendwie gerührt worden sind, weil es halt irgendwie wichtig ist. Ist es ja auch, aber irgendwie die Geschichte hat mir halt überhaupt nicht gefallen. Das war so 0815. Es hat mich an, wie hieß denn dieses, von BioWare, auch ein Spiel, Jade Empire? Nee, was? Oh ja. Gott. Ja, ich glaube Jade Empire. Das hat mich so krass einfach da dran erinnert. Aber ja, wir leben ja in einer Zeit, wo wir alle schon viel konsumiert haben, viele Filme und so. Und dementsprechend gibt's ja nichts, was man theoretisch noch nicht gesehen hat. Was ich wichtig fand und wo mein Maßstab ja mittlerweile auch liegt bei Marvel-Filmen, ist, dass ich mich hab unterhalten gefühlt und eine gute Zeit hatte. Und es ist so. Und der Rest wird sich ja dann zeigen, inwiefern da weiter verflochten wird. Es gab auch Post-Credit-Scenes. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, weil es so lange her ist, was genau das war. Ja. Und was angespielt worden ist. Aber ich denke, mittlerweile hat da Marvel ja auch den Dreh raus. Und freue mich auf jeden Fall. Freue mich auf jeden Fall zu sehen, wie das verwurstet wird. Ich hatte Spaß. Punkt. Ja, also bei mir ist es ganz ähnlich. Ich finde die Story war jetzt natürlich relativ gewöhnlich, war so ein Familiending, ne? Also so ein Familiengeschichte, sag ich mal. Aber dennoch fand ich die Umsetzung echt, wie du schon selber sagst, auch total stark. Mit dem CGI ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich bin da, glaube ich, einfach nicht so empfindlich, weil ich das ganz oft habe, dass du dann irgendwie dich daran störst, dass irgendwie CGI-mäßig irgendwas blöd aussah. Und ich sehe das ja meistens gar nicht. Also ich fand den wirklich vor allem visuell und auch von der Ästhetik her sehr, sehr eindrucksvoll. Und mir ging es halt genauso. Ich habe dann halt ich glaube bei Insta oder bei Twitter, ich weiß gar nicht mehr, geschrieben, dass der Film wirkt so ein bisschen so, als hätten Kevin Feige und was habe ich aufgeschrieben, Zhang Yimou heißt der, glaube ich, da hatte ich ein, zwei Filme von dem gesehen, als hätten die ein Kind zusammen gemacht, so, weil der halt wirklich Elemente drin hat, die man aus der chinesischen oder auch japanischen Kultur oder aus dem Film halt wirklich kennt. So, ne? Also nicht nur, dass einer rumschreit und laut ist, so wie das vielleicht irgendwie manchmal hat, sondern dass er wirklich diese Ästhetik, diese, ich erinnere mich da an, jetzt muss ich kurz mal gucken, wie sie hieß, wie der Charakter hieß, die Mama und der Papa. Yingnan, genau. Yingnan, das ist quasi die Michelle Yeoh heißt sie, glaube ich. Ja, das fand ich. Ja, und da gibt's so eine Szene, wie sie solche Bewegungen macht und dann fliegt so Laub durch die Gegend und so, und das so ganz, ich finde das so ganz typisch asiatische Live-Action-Filme so, also gerade wenn es darum geht, wenn man so ein bisschen was Ästhetischeres guckt, hat man das ganz oft viel mit Wind und so, ne, also da sind so viele Elemente aus der asiatischen Kultur, also in dem Fall chinesischen Kultur, sind da mit drin und man merkt natürlich auch, und das ist jetzt meine Vermutung, warum der Film eben auch gemacht wurde, weil man natürlich auch den chinesischen Markt so ein bisschen mit abholen will, ne? Das ist natürlich eine riesen Geldquelle und da möchte man auch so ein bisschen dran. Und ich finde aber dafür, dass es ja sozusagen ziemlich offensichtlich ist, warum man diesen Film gemacht hat, wo man sich diesen relativ unbekannten Charakter ausgesucht hat, fand ich den trotzdem wirklich ziemlich gut. Und ich fand auch cool, dass man halt auch wirklich teilweise chinesisch in dem Film gesprochen wurde.
damit Untertitel. Das fand ich, muss ich sagen, für amerikanische Verhältnisse relativ mutig eigentlich. Also wir Deutschen kennen das vielleicht eher noch, dass mal irgendwas untertitelt ist. Zwar nicht so sehr wie vielleicht in anderen Ländern nochmal, aber wir kennen es halt trotzdem. Und in Amerika ist es, glaube ich, relativ selten so, dass da mal was untertitelt ist. Und deswegen finde ich schon ziemlich cool. Und ich bin auch sowieso totaler Fan von, wenn man halt einen Film macht, der kulturell in irgendeinem bestimmten Land spielt oder einer bestimmten Kultur spielt, dass man dann eben auch Schauspieler nimmt, die eben asiatisch sind. Oder als Beispiel bei Godzilla vs. Kong, dass wenn du halt einen Menschen dabei hast, der halt nicht hören kann, dass man halt wirklich jemanden nimmt, der nicht hören kann. Oder in Sex Education, dass man halt dann wirklich jemanden, der im Rollstuhl sitzt, halt wirklich einen Rollstuhlfahrer nimmt und nicht irgendwie einfach einen Schauspieler in den Rollstuhl reinsetzt oder dem die Arme wegbastelt. Also das ist dann so, also ich finde so die ganze Sache, dass man wirklich immer versucht, dann das, ja, das, was man in einem Film halt braucht als Rolle, dass man dann wirklich auch, ich sag mal, Originals nimmt. Das finde ich ganz cool. Ja, visuell hat mir der Film, wie gesagt, ganz gut gefallen. Ich muss auch dazu sagen, ich bin auch deswegen so begeistert von dem Film, weil ich komplett ohne Erwartungen reingegangen bin. Ich kannte weder den Charakter, und noch irgendwie, keine Ahnung, was da drum hängt irgendwie. Also von daher, das fand ich schon, ich muss ehrlich sagen, ich hab den gerne geschaut, den Film, auch wenn jetzt vielleicht das Storyrad nicht neu erfindet. Jo, Tim. Ja. Jetzt habt ihr schon so viel geredet. Ich komme ja, gar nicht viel mehr zu viel zum Reden, oder? Ich wollte gar nicht so viel. Ja, grundsätzlich sehe ich das genau wie du. Und was ich ja auch sehr witzig finde, also mit dem asiatischen Markt, und deswegen wurde ja auch der Regisseur ja ausgewählt. Und was ich auch witzig finde, dass du Michelle Yeoh nennst, die ja gerade für mich in dieser Szene stellvertretend für das war, was du genannt hast, weil sie hat ja Tiger Dragon mitgespielt. Ah, okay. Stimmt. Und genau in einem Film, wo sich in der Szene ja war so ein bisschen eine Hommage, fand ich auch. Da musste ich voll dran denken, als ich das gesehen habe im Kino. Und anscheinend hast du das ja unterbewusst genauso wahrgenommen. Ich habe es nur noch grob im Kopf gehabt, wie es in dem Film aussah. Übrigens auch ein sehr cooler Film, den man sich bestimmt immer noch angucken kann. Den muss ich mal wieder angucken. Da hatte ich auch richtig Bock drauf, den nochmal zu sehen. Und fand den jetzt auch nicht total innovativ und neu, wie Tino schon gesagt hat, den Film. Aber ich fand das Setting doch sehr erfrischend in diesem Superhelden-Setting. Und dadurch war es angenehm, den anzugucken. Wie damals, als man Black Panther gesehen hat. Da hatte zwar auch einige Macken, aber auch da hat man viel Neues gesehen, was man davor nicht gesehen hat. Wakanda etc. Das war dann mal doch wieder angenehm, nachdem man zum 100. Mal, wie heißt es denn, von Thor die Welt da. Asgard. Etc. Asgard und S.H.I.E.L.D. zum 20. Mal gesehen hat, etc. Ja, stimmt. Diese ganzen Settings, die für mich schon so aufgebraucht waren und irgendwann so ausgelutscht waren, die mich überhaupt nicht mehr interessiert haben, war das doch ganz, ganz frisch, fand ich. Und ich fand auch die Schauspieler, die beiden Hauptdarsteller, also Sean, also Shang-Chi, und seine Freundin Katie, fand ich gut gecastet. Und die haben echt sich gut ergänzt. Die haben gut zusammengepasst, die Darsteller. Und hat Spaß gemacht, den auf der Reise zuzugucken. Und auch ich fand's auch cool, dass das Geheimnis des Mandarins nochmal aufgedeckt wurde, was ja der echt unzufriedenstellend in dem schrecklichen Iron Man 3, das wurde aufgelöst. Und ich fand das auch ganz cool, wie das für's gemacht wurde. Also den Humor fand ich da auch ganz passend eigentlich, ne? Ja. Also ich habe mich dann schon unterhalten gefühlt in dem Film. Es war jetzt nichts groß, Originelles, aber es war was Frisches für mich gefühlt. Ich möchte jetzt auch nicht jedes Jahr 100-mal das Gleiche sehen, so, aber es war mal was Neues und das fand ich ganz angenehm. Ich fand die Auflösung auch ganz cool am Ende mit dem, was jetzt auf uns zukommen wird. Was mich gestört hat in dem Film, aber vielleicht ist es auch so meine Macke, weiß ich nicht, dass es sich phasenweise angefühlt hat, als würde so, als hätte sich gedacht, Marvel Disney gedacht, was läuft denn noch so erfolgreich im Kino? Fast and the Furious, da waren so viele Autoszenen, weil da so bald in einer halben Stunde sind die fast nur Auto gefahren. Ja, aber ist jetzt auch mal gut, wo wollen die jetzt noch mit dem Auto hin? Ja, aber weißt du, glaube ich, warum? Ich glaube, das waren alles Audis. Ja? Soweit ich mich erinnern kann. Das waren alles diese Kuh, irgendwas, diese E-Audis. Ich glaube, die wollten einfach mal Hardcore-Werbung machen. Also das ist. Das war. Warte, hier ist jetzt nochmal Schluss. Wo wollen die jetzt noch hinfahren? Die fahren, okay, die sind Portiers gut, die fahren gerne, aber irgendwann.
Die fahren gerne. Ja. Wir haben sie ja gesagt, deswegen machen sie es ja irgendwie. Naja. Es war ja auch der von Katie dieses Allereinstellungsmerkmal. Okay, ich kann richtig gut Auto fahren. Aber eine eigentlich ist in dem ganzen Shang-Chi, ich sag mal, Universum ist doch einiges möglich, weil die haben ja nicht nur, das ist ja nicht nur Martial Arts und irgendwie coole Bilder, sondern es wurde ja wirklich auch so eine kleine Fantasy-Welt aufgemacht im Grunde, ne? Also nicht nur, dass man sagt, es sind halt irgendwie, ja, keine Ahnung, es ist eine neue Welt, sondern es gibt auch wirklich dann Flora-Fauna-mäßig wurde da komplett was Neues aufgemacht. Ja, das finde ich auch ganz interessant. Eigentlich könnte man da wirklich zukünftig sogar Fantasy-mäßig einiges noch machen. Ja. Herr der Ringe im DC-Universum. Genau. Das ist es. Ja, beim Warner Brothers die Antwort. Sonst würde ich sagen, gehen wir einfach direkt weiter. Ja. Ich bin übrigens sowieso was, noch mal ganz kurz, was Marvel angeht, ich bin sowieso ganz gespannt, wie die das zukünftig machen wollen, weil denen gehen ja auch irgendwann so diese Main-Charaktere aus, ne? Also wenn man sagt, irgendwann ist dann halt Hulk jetzt mal zu Ende erzählt und Thor zu Ende erzählt und also da hast du ja auch eine gewisse Halbwertszeit, also bin ich mal gespannt, wie das dann zukünftig so ja, gemacht wird. Da hat man ja schon gesehen, dass jetzt so ein bisschen die nachfolgenden genau, Generationen angeteased werden. Genau, aber es ist danach, ne? So, weißt du, so eine irgendwann hast du dann die, jetzt ist, hast du sagen, es ist immer noch die erste Riege, möchte ich jetzt mal sagen, und dann nachher kommst du immer mehr zu der zweiten Riege und mal gucken, wie das dann so weitergeht, aber ich glaube, da musst du bloß intelligent implementieren, sag ich mal, in das Universum. Aber wie gesagt, wir kommen einfach zum nächsten Thema und da habe ich gesagt, dass ich so ein bisschen den ja, ich sag mal, den Abholer mache. Ich muss aber auch machst dazu sagen, dass das, ich, wie bitte? Ja. Machst du jetzt das, die Spreche, die ganz am Anfang des Films ist? Nein. Boah, ja, krass. Und zwar hatte ich im Vornherein so ein bisschen Schwierigkeiten. Ich habe mir ein paar Notizen zu dem Film gemacht und ich finde wirklich gar nicht so leicht, kurz zu erzählen, worum es in dem Film geht, weil der einfach super komplex ist. So. Ja, aber ich versuche es trotzdem. Und zwar geht es um Dune, über den wir jetzt noch sprechen wollen, als vorletztes. Tino hat gleich noch kurz noch gleich über Videospiel sprechen, aber erstmal geht es um Dune. Worum geht es in dem Film? Also Dune ist sozusagen der Name eines Planeten, der eigentlich Arrakis heißt, also ein Wüstenplanet. Selber im Film wird er nur sehr selten Dune genannt und im Buch glaube ich auch, also da habe ich angefangen zu lesen, das Buch, bisher wurde er noch nie Dune genannt, sondern immer nur Arrakis eigentlich. Auf diesem Planeten gibt es folgerichtig zumindest eine sehr wertvolle Ressource und neben dieser auch noch eine zweite. Zum einen ist das Wasser, weil es eben ein Wüstenplanet ist und Wasser ist dort wirklich sehr rar. Es gibt sehr, sehr wenig Wasser. Und das andere ist das sogenannte Spice oder Gewürz oder Melange. Es gibt halt mehrere Namen dafür, was ein Halluzinogen ist, also ein Mittel, was Bewusstsein erweitert. Und es bietet dem, der es nimmt, hellseherische Fähigkeiten und es wirkt auch lebensverlängernd und ist deswegen sehr, sehr wertvoll, weil es eben von unterschiedlichen oder von allen möglichen Leuten genommen werden möchte, weil natürlich die hellseherischen Fähigkeiten ganz, ganz gut sind. Und vor allem aber allerwichtigsten ist es, weil die Raumgilde, das ist also eine Gilde in diesem Universum, die Raumgilde ist für die Raumfahrt sozusagen wichtig und die nehmen sozusagen dieses Spice dafür, um Raumsprünge vorhersehen zu können, damit sie nirgendwo kollidieren und damit sie halt sicher navigieren können. Deswegen ist es sehr, sehr wertvoll und der das Spice hat, der hat sozusagen die Macht im Universum. Genau. Und auf diesem Planeten ist es so, dass da bisher das Haus der Harkonnen geherrscht hat. Die waren sozusagen auf diesem Planeten, haben das Spice abgebaut. Da gibt es einmal den Anführer, den Baron der Harkonnen, nämlich Baron Wladimir Harkonnen. Und der und sein Volk, sage ich mal, sind wirklich richtige Barbaren. Also die schlachten halt irgendwie alles ab. Dementsprechend haben sie eben auch sich auf Arrakis verhalten, haben die dort heimischen Fremen halt immer unterdrückt und haben statt mit ihnen zusammengelebt zu leben, halt immer miteinander gekämpft. Und das ging halt irgendwie, glaube ich, 80 Jahre so, bis irgendwann der Padishah-Imperator, das heißt also, es gibt einen großen Imperator, der die ganzen Adelshäuser sozusagen unter sich vereint. Und diesen Padishah-Imperator, der hat irgendwann beschlossen, dass die Harkonnen sozusagen von Arrakis abziehen müssen. Und ein anderes Adelshaus, nämlich das Haus Atreides, dort die Lehnschaft halt übernimmt. Und die Familie Atreides muss sozusagen dann in dem Film umziehen von Caladan, was eigentlich so ein, ich sag mal, eher
ja, also der Planet hat irgendwie was Nordisches, finde ich so, sehr viel Berge, viel Wasser, Grün, und müssen dann sozusagen auf diesen Wüstenplaneten. Die Atreides, also das Haus Atreides, hat eine Herrscherfamilie. Das ist einmal der Herzog Leto Atreides, der sozusagen das Kopf des Hauses ist. Der hat außerdem noch eine Konkubine, nämlich Lady Jessica, die nicht nur seine Konkubine ist, sondern eben auch Mitglied der Bene Gesserit. Und die Bene Gesserit, das sind das ist so ein Hexenorden. Die nicht nur politische, sondern auch langfristig bestimmte Ziele verfolgen. Da komme ich gleich nochmal drauf. Genau, gibt es den Sohn, der aus den beiden hervorgegangen ist, nämlich Paul Atreides, der ja erstmal Teenager ist, also der, ich glaube, der ist so 15, 16, würde ich jetzt sagen, der sehr, sehr gut ausgebildet ist als Kämpfer, aber eben auch die Lehren der Bene Gesserit beigebracht bekommen hat. Und dadurch bestimmte Fähigkeiten hat. Er kann zum Beispiel mit einer bestimmten Stimme kann er Menschen befehligen, etwas zu tun. Das kann er am Anfang noch nicht so gut, aber seine Mutter kann das natürlich sehr, sehr gut. So um diese Familie geht es im Grunde hier im ersten Teil. Also was passiert dann, um jetzt mal zum Schluss zu kommen, ist so, dass eben die Familie Atreides auf Arrakis ankommt und dass eigentlich Leto Atreides von Anfang an schon irgendwie fürchtet, ja, es könnte eigentlich auch eine Falle sein, weil der Hintergrund ist, dass der Padishah-Imperator ist halt ein sehr, sehr eifersüchtiger Mensch und er merkt halt, dass das Haus Atreides sehr, sehr beliebt ist fürchtet dadurch sozusagen seine Stelle, seine Position in dem Imperium zu verlieren. Im Grunde dreht sich im ersten Teil eben ist darum, ja, ob es denn nun eine Falle ist, ob es eine Intrige ist, was da genau passiert. Und das zweite Ding ist eben, es geht um Paul Atreides und seinen Sohn, der eben diese Fähigkeit der Bene Gesserit hat. Das ist deswegen so interessant, weil die Bene Gesserit eigentlich alles Frauen sind und sie sind eigentlich auch angehalten, nur Frauen zu gebären. Und es gibt aber eine Prophezeiung, die besagt, dass eben einmal ein männlicher Nachkomme der Bene Gesserit geboren wird, der sozusagen die gleichen Fähigkeiten hat und ist sozusagen das Universum ein neues Zeitalter führt. So, um es jetzt mal einfach so zu umreißen. Hast du sehr gut gemacht. Ich hatte das Gefühl, ich habe den Film nochmal jetzt zum vierten Mal gesehen. Es war echt, also das ist halt, gerade wenn man jetzt das Buch noch angefangen hat zu lesen, wird das ja noch komplexer und man vermischt das dann irgendwann und sagt, ist es jetzt überhaupt relevant für den Film und so. Alles schon echt heftig. Man muss dazu sagen, es gibt insgesamt 6 Bücher, die geschrieben wurden und soweit ich weiß, ist das erste Buch, die Hälfte des ersten Buches, glaube ich, der erste Teil des Films. Also man könnte, wenn es so weitergehen würde, sozusagen 12 Filme machen. Rein theoretisch. Yes. Ja, und es gab eine Verfilmung schon in den 80er Jahren, ich glaube 84, von David Lynch, die ich als Kind total gefeiert habe, die aber jetzt natürlich rückblickend betrachtet echt richtig scheiße aussieht. Also nicht nur scheiße aussieht, auch dass die Story ist alles, hat versucht, glaube ich, das ganze erste Buch in einen Film zu quetschen und so, dass das passt alles hinten und vorne nicht. Aber ich habe es als Kind geliebt, einfach weil es halt Fantasy war. Es wurde jetzt nochmal neu verfilmt von Denis Villeneuve. Und es gab eine 2000er HBO-Miniserie. Die habe ich jetzt. Wo Dings groß rausgekommen ist. Die habe ich jetzt verschwiegen. Hier. Ja, ich weiß, wie du meinst. Es gibt Dinge, die man nicht besprechen sollte. Ja. Es gab auch eine Serie, genau. McAvoy. Genau, das Cast war in den 80er Jahren auch nicht so geil, obwohl das Ding dabei war und Patrick Stewart, wobei er auch nicht so eine riesige Rolle hatte. Wie gesagt, Denis Villeneuve hat das Ding jetzt nochmal verfilmt, hat selber gesagt, dass er rein von der Ästhetik her eine Art zu filmen bei Blade Runner schon mal ein bisschen geübt hat. Und das sieht man auch, also wenn man Arrival kennt, wenn man den gesehen hat und wenn man Blade Runner gesehen hat, also den neuen Blade Runner, dann erkennt man das da auf jeden Fall wieder. Und was cool ist an Denis Villeneuve, dass der halt einfach das Buch, also die Bücherei verschlungen hat, der ist ein totaler Dune-Nerd und hat sich seit 40 Jahren überlegt, wie er diesen Film macht.
Und das sieht man dem Film halt einfach so krass an und das dann halt einfach diese Gedanken, die er sich jahrelang gemacht hat, gepaart mit dem künstlerischen, was Denis Villeneuve ja in seinen Filmen, zumindest in den neueren Filmen jetzt hat, das einfach eine krasse Mischung. Und das hat mich wirklich komplett weggebumst. Ich habe den Film 4-mal gesehen im Kino, zuletzt jetzt eben im OV. Und der Soundtrack ist absoluter Wahnsinn. Da muss ich sagen, hat sich auch irgendwie Hans Zimmer neu definiert selber, weil er halt einfach also ich finde, er mischt da halt auch ganz viele Sachen. Also man hört da arabische Einflüsse drin, man hört schottische Sachen drin. Es ist halt einfach, ja, einfach krass. Ein wirklich guter Film. Mir fallen bestimmt auch gleich noch Sachen ein, aber ich will euch erst mal reden lassen. Ja. Ja, also ich musste dir recht geben und ich fand, du hast es ganz gut erklärt, denn das ist ja auch ein bisschen so ein Buch, was so ein bisschen als unverfilmbar ging, ne? Galt. Und deswegen ist es auch gar nicht so einfach, das jetzt in so kurzer Zeit zu erklären. Man kann noch 1000 Sachen zupacken, aber dann reden wir hier 2 Stunden. Das Erste, was ich zu dem Film sagen muss, ich dachte, ich habe die ersten 5 Minuten von dem Film gesehen und war schon so geflasht, dass ich die ersten 5 Minuten von dem Film so einfach so, die waren so bildgewaltig, so angefühlt haben wie eine halbe Stunde. Einfach weil es so krass war. Ich habe jedes Bild aufgesogen und als ich den jetzt nochmal gesehen habe, habe ich gemerkt, das ist gar keine halbe Stunde gewesen. Es waren wirklich nur so 5 Minuten. das ist jetzt nichts Negatives, sondern es war einfach so krass, so beeindruckend, das zu sehen. Und dann die Musik dazu, also das Ganze, wie er alles aufgebaut hat, dass es einfach so episch war, dass man, also allein von Bild und Ton, dass man den so aufgesaugt hat und es einfach ein krasser Cast auch noch dazu mit einem der größten Schauspielertalente unserer aktuellen Zeit, Timothée Chalamet, der großartig gecastet ist. Ich fand einfach alles an sich stimmig, stimmige Masken. Also ich kenne jetzt das Buch nicht. Ich denke, dass einige, dass das Ende stören wird. Vielleicht, dass es ein bisschen antiklimatisch für einige sein wird, weil es so abrupt ist, wenn man das so nennen kann, will, darf. Auch beim Soundtrack muss ich dir recht geben, das ist auch einfach, da sind auch ganz viele Elemente vermischt und das war auch, hat sich auch ganz frisch angefühlt, nochmal was anders irgendwie bei einem Soundtrack. Also hat er schon viele großartige Soundtracks gemacht, der Hans Zimmer, aber das hat sich nochmal frischer angehört, so, ne? Ich finde vor allem auch, dass das halt der Soundtrack, der spiegelt halt auch den Film komplett wieder, weil du hast ja auch im Film oder auch im Buch hast du ja auch diese Einflüsse. Es wird ja ganz viel persisch und arabische Namen werden ja übernommen. Es gibt zum Beispiel Muad'Dib, es gibt den Butler's Jihad zum Beispiel. Das ist ein früherer Krieg gegen Maschinen. Also das ist auch der Grund, warum die in ihren Geräten, alles was sie haben, keine Computer haben und keine künstliche Intelligenz, weil die halt schon mal Krieg gegen die künstliche Intelligenz geführt haben. Und das war der Butler's Jihad. Und die haben sozusagen verpönen alles, was künstliche Intelligenz ist. Und deswegen hast du, obwohl wir im Jahre 10.000 irgendwas sind, immer noch überall Knöpfe und Schieberegler und alles, weil die halt einfach keine Computer haben. Und das das halt irgendwie, ich war eigentlich bei den Wörtern, ne? Also das halt ganz viel, oder auch Wladimir Hakon, zum Beispiel aus dem Russischen so. Und das ist halt, da werden halt ganz viele Sachen einfach komplett durcheinander gemischt und das ist irgendwie ziemlich cool. Und dann hast du halt Hans Zimmer, der dann halt irgendwie dann auf einmal arabische Einflüsse in der Filmmusik und das passt einfach super geil dann, ja. Das stimmt. Tino, was sagst du? Mich bei dem Film kurz zu fassen wird sehr schwer, aber ich versuch's wirklich nur in ein paar Worte zu packen. Also ich habe ihn 3-mal jetzt gesehen. Leider noch nicht im OV. Tatsächlich ist es einer der besten Science-Fiction-Filme, die ich je gesehen habe. In den letzten Jahren hat mich kein Film so dermaßen gepackt, dass ich ihn vor allem so oft im Kino gucken wollte auch. Und bis auf eine Länge am Ende, wie ich finde, finde ich das Pacing super. Ich finde, wie du schon meintest, Kulisse. Also über die gesamte Präsentation muss man eigentlich gar nicht sprechen, weil sie ist für mich perfekt. So, es gibt, die Schlachtszenen sind nicht ausufernd, sondern es ist alles,
es hat alles die richtige Länge, die richtige Bildsprache und wie du schon meintest, schon die Komposition des Anfangs, die Erklärung des Planeten Dune und Arrakis und was da so abgeht und ist so bildgewaltig und so intensiv und der Soundtrack tut natürlich sein Übriges, Hans Zimmer. Ballert da einfach richtig hardcore raus und es ist ein sehr intensives Erlebnis. Also wer Dune verpasst hat im Kino, das ist sehr, sehr schade. Vielleicht gibt es ja das ein oder andere kleinere Kulturspielhaus noch, was das nochmal zeigt, weil es ist auch ein Film, finde ich, den man jetzt auf einem normalen Fernseher mit normalen Boxen wird dem Film halt nicht gerecht. Den muss man im Kino sehen oder zumindest mit einer geilen Anlage, mit einem großen Bild, weil die Bildqualität auch einfach richtig, richtig gut ist. Und auch das CGI, was verwendet worden ist, ist natürlich klar, bei so Science-Fiction-Szenarien da richtige Schiffe jetzt zu bauen und nicht wie bei Star Wars damals so kleine Figuren zu benutzen. Es ist vom Art-Design geil. Ich finde die Atreides, deren gesamte Ästhetik, so dieses puristische, aber ja. Dann diese riesigen, massigen Schlachtschiffe, aber die halt überhaupt nicht verspielt sind. Das, was ich jetzt nochmal cool fand, war was du dadurch, dass du das Buch liest, oder eines der Bücher liest, diese Erklärung, warum da alles so altertümlich wirkt, ne? Weil ich sag mal so, die Bene Gesserit sind ja quasi einfach die katholische Kirche. Punkt. So, ja. Nur gender swapped, so, und jetzt haben wir halt einen Haufen Frauen, die sich wie Arschlöcher benehmen, aber das ist halt mega spannend, der Cast, finde ich, spielen alle richtig gut, passen auch zur Rolle und die Maske, vor allem bei Wladimir Hakon, ich finde seine gesamte Ausstrahlung, also wenn du Wladimir Hakon ansiehst, dann weißt du, wofür Haus Hakon steht, Gier, Macht, so das, was das die widerlichsten Seiten an uns Menschen, wie er dann vor sich dahin grunzt und dann auch sich überhaupt nicht bewegt, außer mit seinem, mit ich weiß nicht, was das ist, aber dass er da so levitieren kann sozusagen, dass dieser sehr korpulente, kräftige Mann, man muss ja hier vorsichtig sein, sonst kommt wieder die PC-Polizei, dass er eigentlich nur durch die Gegend schwebt und sich auch zu fein ist, sich überhaupt zu bewegen. Aber auch das Haus Atreides, wofür es steht, welche Historie die auch haben. Der Film hat diese Lust geweckt, dieses Universum noch viel mehr zu erforschen und kennenzulernen. Und ich hoffe tatsächlich, dass der zweite Teil, also Part 2, auch sehr gut wird. Weil, ich fand es auch interessant, weil jedes Mal, wenn ich im Kino war und wir rausgegangen sind, haben immer Leute vor mir darüber geredet, das Ende war ja so, warum ist denn der Film jetzt zu Ende? Ich habe ja keine. Und ich dachte mir so, da steht doch, Dune Part 1, Digga. Bei Herr der Ringe hast du auch nicht da gesessen und gesagt, oh, die Reise von Frodo und Sam ist ja gar nicht zu Ende. So, alle entspannt euch alle mal. Die Leute sind nämlich heutzutage nur gewohnt zu konsumieren, wegzuballern, 1560 Schnitte auch in Schlachtszenen und das hast du einfach nicht. Du hast keine zerstückelten Action-Szenen oder sowas, du hast Kampfszenen, die auf den Punkt gebracht sind und selbst die etwas längere Kampfszene quasi von Dingens hier, von Aquaman, ich habe den Namen gerade nicht. Idaho, genau, Duncan Idaho. Von Duncan Idaho, die eine Schlachtszene oder die Kampfszene, die ist so kompakt und klar, das ist nicht ausufernd. Ich meine, ich war mit Michi zusammen im Kino, also mein Mädel, wisst ihr ja nun mittlerweile, also die Zuhörer, und die steht halt überhaupt nicht auf so ausgedehnte Schlachtszenen und so. Da, wo ich bei Herr der Ringe und so Gänsehaut kriege und denke, ja, jetzt kommt endlich die Zwergenarmee, oh Gott, geil. So, driftet Michis Blick nach rechts oder links oben ab und du siehst, dass sie schon durchgeht, was sie so am nächsten Tag irgendwie noch erledigen muss. So, sie klingt sich da relativ schnell aus, aber sie saß da und hat gesagt, sie fand den Film super spannend und fand es genau gut dosiert. Und ich finde, damit läuft der Film, was den Mainstream angeht, glaube ich, dem Mainstream-Konsumenten guten Mittelweg, verliert aber seine eigene Seele nicht und hat sogar noch, zumindest von den Bildkompositionen und so weiter, einen höheren Anspruch, eine sehr krasse Wertigkeit. Und sowas wünsche ich mir mehr. Sowas wünsche ich mir einfach mehr. Warum wird Fast and the Furious X512 mit weiß ich nicht wie viel Millionen finanziert? Warum wird Tiff Schweiger nicht einfach mal verboten? Ich kann diesen Trailer, seitdem ich jetzt auch letztens wieder mehr im Kino bin, kann es nicht mehr sehen, wenn er dann da sitzt und sie fragt so, ja, wie ging's dir bei der Geburt deiner Kinder? Und er so, nur so eine gegüllte Scheiße, Alter. Wirklich, Leute, hört auf, immer nur zu konsumieren wie so Zombies. Denkt mal ein bisschen nach. Weil ich finde, da ist halt, ist Dune halt eben auch nochmal so ein Beispiel. Klar, da ist auch viel Geld reingeflossen, unglaublich viel.
Aber wie gesagt, es ging ja um eine Vorlage, die als unverfilmbar galt. Und ich finde, dass der Regisseur dort alles gegeben hat. Und ich hoffe, dass natürlich Part 2 nicht ab, ne? Weil der ist ganz schön hier oben, ne? Der Anspruch. Könnt ihr dann in 2-3 Jahren hören, ob Tino abrantet oder ob er immer noch so abgeht? Ich gehe immer noch ab, weil ich gucke mir dann einfach immer nur noch den ersten an und werde dann den zweiten leugnen, wenn der schlechter ist. Ganz einfach. Ich kann dir übrigens zustimmen, dass ich finde, das ist das Coole, dass der Film sowohl Leute abholt, die mit Dune gar nichts zu tun haben, als auch wirklich, ich sag mal, falls es die gibt, Hardcore-Fans, also die, die sozusagen die Bücher gelesen haben, die da halt viele Sachen wiederfinden, die sie kennen. Also ich persönlich habe ja vorher bis auf den Film und dem Videospiel jetzt gar nichts mit Dune zu tun gehabt, auch wenn ich das als Kind jetzt gefeiert habe, aber ein Arbeitskollege von mir, der ist halt totaler Fan, also der hat die Bücher alle gelesen und so, und auch der fand das total geil. Und was ich noch sagen wollte ist, wo ich dir recht geben wollte, ist, was ich sag mal, diesen Flow durch den Film angeht. Man darf sich nicht die Illusion machen, dass man diesen Film geht und man sozusagen so dramaturgisch, ich sag mal, ein abgeschlossenes Ding bekommt. Also es ist halt so, dass ich sag mal, dass das große Action-Highlight, das hat man halt in der Mitte, also relativ in der Mitte. Und das ist eher wie so ein Berg. Also man fängt sozusagen ruhig an, das geht dann irgendwie nach oben und flacht dann nach hinten hin wieder ab. Das muss man mögen. Also ich fand nämlich auch, dass das nach der Spitze, sag ich mal, nach der Actionspitze, wurde es halt wieder ruhiger und dachte man so, okay, jetzt ist der Film wahrscheinlich gleich zu Ende, und dann guckt man auf die Uhr und so, nee, der muss noch eine Stunde gehen. So. Und dann ist da halt immer noch eine Stunde, so, ne? Aber das war für mich in Ordnung, weil es dann halt einfach schön aussah. Und weil ich wusste, dass es ja eigentlich in 2 Teile werden wird. Von daher, alle dude. Alles ich muss sagen, weil du Videospiele gesagt hast, ich habe ja auch Dune 2000 auf der PlayStation 1 gezockt und habe eine Sache wiederentdeckt für mich. Ich habe gerade nochmal geguckt, ob ich das irgendwo kaufen kann. Lass ich raten, die Ornithopter. Emperor Battle for Emperor, Dune, ja. Von Westwood Studios. Das kam 2001 kam das. Musst du mal gucken. Alter, ein geiler Scheiß. Ich habe dieses Game so geliebt. Da spielst du nämlich das Haus Harkonnen, Atreides und Ordos. Und die Fremen waren da so Elitekrieger. Also sind sie ja so oder so auch in dem Links. Aber wie gesagt, habe ich so Bock drauf gehabt. Und ich hoffe natürlich, wenn es gut läuft. Ja, ich weiß, ich habe gerade gegen den Mainstream gewettert. Aber wie geil das wäre, wenn nochmal in dem Szenario mit der Ästhetik, wird's nicht geben, ich weiß, aber in Strategie hier in RTS rauskäme, Alter, ich würde, boy. Du, wenn das richtig erfolgreich ist, kann ich mir schon vorstellen, dass man da Ambitionen hat. Ich meine, es wurde ja jetzt schon die erste Dune-Serie angekündigt, ne? Ja. Wo es um die Bene Gesserit geht. Ich glaube, die Sisterhood heißt. Das stimmt. Also freue ich mich sehr, weil über die Bene Gesserit kann man wirklich sehr viel erzählen. Das ist wirklich wirklich sehr, sehr spannend, weil die halt sowohl politisch als auch, also politisch halt eigene Ziele verfolgen, sehr intrigant sind. Auch so, was sie halt können, ist super interessant. Die können zum Beispiel auch entscheiden, was sie für Kinder gebären, ob sie Mädchen und Jungen bekommen und so. Das ist eigentlich wirklich ziemlich cool. Und auch so ein bisschen anachronistisch, wenn man sich überlegt, dass das im Jahr 10.000 irgendwas spielt und dann hast du da irgendwie so einen Hexenorden. Das ist schon ganz witzig eigentlich. Ja, aber also wenn ihr jetzt nicht noch was zu erzählen habt, dann würde ich auch das Thema zumachen und würde nochmal Tino die Bühne überlassen. Du wolltest mal über ein neu erschienenes Spiel reden. Wollte ich das? Ja, ja, wollte ich. Ja, Freunde, wir waren ja schon im Science-Fiction-Sektor und wir sprechen jetzt, oder ich spreche jetzt ganz kurz noch über ein Videospiel. Wie soll ich sagen? Eigentlich gibt es das auch schon ganz schön lange. Nicht so lange wie die Buchvorlage bezüglich Dune, aber wir reden hier über ein Nintendo-Urgestein. Und zwar möchte ich mit euch über Samus Aran sprechen, beziehungsweise ihr neues Abenteuer, Metroid Dread. Das ist am 8.10. erschienen. Ist ab 12 freigegeben, müssen wir nicht drüber sprechen. Ist ein Metroidvania, ich meine, es ist die fucking Grandmother of Metroidvanias, was hätte man erwartet. Es hätte ja auch Metroid Prime sein können, aber das wurde ja bis jetzt, wurde das Logo angeteasert.
Da kommt er dann auch hoffentlich ein Teil, falls jemand das noch kennt. Auf dem GameCube habe ich das auf jeden Fall gesuchtet. Tim und ich hatten uns vorhin auch kurz schon drüber unterhalten. Weil ich nämlich auf der Suche war, zwischenzeitlich als Martin auf Klo war, ob ich die ganzen Metroid-Teile davor, Metroid Fusion und so, auf der Switch nachholen kann. Leider noch nicht, gibt's noch nicht. Nur auf der Wii U kann man das irgendwie, oder auf der Wii. Aber die kram ich jetzt nicht aus unserem Daddel-Club-Fundus. Habe ich keinen Bock drauf. Naja, auf jeden Fall Metroid Dread. Und ich war schon vor Monaten gehypt, als der Trailer kam, war so geil, geil, geil. Mein größter Wunsch war nämlich schon immer, ein Original zu spielen. Ich habe Super Metroid und so, das habe ich mal angespielt, aber es ist mittlerweile, also viele sagen, es ist gut gealtert für damals und so. Aber mit der Switch habe ich ja sowas immer, kann ich ja sowas immer mit mir rumschleppen und habe mich deswegen einfach gefreut, bin ja auch großer Fan. Gerade auch durch Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisp oder wie das war, Will of the Wisp und Hollow Knight, was übrigens meine Freundin durchgespielt hat. Barbarisch möchte ich meinen, weil das war ein Spiel, was ich abgebrochen habe, weil es mir zu anstrengend war. Und das sagt der Typ, der Demon's Souls suchtet. Aber ja, Dark Souls meine ich. Demon's Souls habe ich noch nie gesuchtet. Auf jeden Fall habe ich einfach richtig Bock drauf gehabt, konnte nicht geduldig sein. Ich habe Tim immer so geschrieben, ja, ich warte auch noch und so. Und dann war aber so, irgendwann in der Nacht dachte ich so, nee, Alter, ich kaufe mir das jetzt so. Und dann habe ich es mir einfach im Nintendo Store gekauft. Und ich liebe Metroid Dread. Metroid Dread, ich liebe dich. Nintendo, schickt mir ein Fanpaket. Ich bin großer Metroid Dread-Fan. Auf jeden Fall, Metroid Dread, was soll ich sagen? Also, die Vorgeschichte ist relativ groß. Metroid war jetzt noch nie bekannt für die krasse Geschichte schlechthin. Aber es geht darum, dass Samus in den Vorteilen die X-Parasiten besiegt hat. Das ist quasi eine Lebensform, die quasi jegliches Erscheinungsbild, also kopiert, deine DNA kopiert und deine Form annimmt. Die wurden vernichtet im letzten Teil, aber auf einmal bekommt die Galaktische Föderation eine Benachrichtigung, quasi ein kurzes Handyvideo, ja, wo einer dieser X-Parasiten auf einem Planeten zu sehen sind. Und natürlich ist die Angst groß, oh mein Gott, sie könnten zurückkommen. Wir haben mit denen so krass negative Erfahrungen, wir haben da überhaupt gar keinen Bock drauf. Schicken wir einfach mal Samus hin, weil Samus nämlich im letzten Teil oder im Teil davor, ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt genau von der Chronologie war. Ich glaube, im letzten Teil hat sich Samus infiziert mit, oder nicht infiziert, sondern sie wurde von den X-Parasiten befallen und eine Forschungseinrichtung der Föderation hat sie dann, um ihr Leben zu retten, mit Metroid-DNS quasi versehen. Man muss dazu erklären, dass die Metroids, die ja den Namen auch für die Serie quasi geben, eine Lebensform sind, die anderen Lebewesen Energie stehlen können. Und die wurden ursprünglich erfunden von einer höheren Intelligenz sozusagen, einem außerirdischen Volk, um diese X-Parasiten zu bekämpfen. So. Und dementsprechend wurde sie dann mit dieser Metroid-DNS quasi versehen und deswegen können diese X-Parasiten ihr nichts mehr anhaben oder sie kopieren, weil das ist nämlich in, glaube ich, dem letzten Teil passiert. Und du landest auf diesem Planeten und das Ding ist, die Switch. Also wenn Leute sagen, Switch-Spiele sind hässlich, dann gebe ich ihnen zum größten Teil recht. Aber nicht bei Metroid Dread. Und Metroid Dread läuft auch mit tatsächlich gefühlt fast immer butterweichen 60 Frames. Also das erlebe ich sehr selten auf der Switch, dass irgendwas butterweich läuft, außer jetzt die eigenen Hausmarken. Die kriegen sie immer super hin. Aber hier mit 60 Frames und es macht unglaublich viel Spaß, diese Welt zu erkunden. Ich glaube, Metroidvania muss ich ja nicht erklären, ne? Natürlich hat sie wieder irgendeine Form von Gedächtnisverlust oder Rüstungsverlust und muss deswegen ihre Fähigkeiten wieder einsammeln und schaltet dadurch neue Bereiche immer wieder auf den Karten und auch besuchten Orten immer wieder frei. Und somit ist eurem inneren Erkundungsdrang quasi fast keine Grenze gesetzt. Das Einzige, was mich persönlich ein bisschen stört, also Metroid Dread ist ja, ich glaube, Angst oder so heißt das übersetzt, ne? Angst oder Furcht.
versucht halt so ein bisschen eine düstere Atmosphäre einzufangen. Das gelingt ihnen auch. Leider versuchen die Entwickler so eine Furchtsituation zu erzeugen mit den sogenannten Emmys. Das sind Forschungsroboter, die ursprünglich auf diesen Planeten geschickt worden sind, um abzuklären, ob diese X-Parasiten da wirklich sind. Und da ist halt der Kontakt abgebrochen, weswegen Samus da ja auch hingeschickt wird. Und die wurden natürlich korrumpiert, man weiß nicht warum oder von wem, aber die jagen Samus und die haben halt so krasse Rüstungen, dass Samus mit ihren normalen Waffen denen erstmal nichts antun kann. Und gefühlt sind es dann immer so, Tim wird sich ärgern, weil es gibt leider keine Schränke zum drin verstecken, dass diese Bereiche, wo diese Emmys rumlaufen, die sind immer in so abgesperrten Bereichen auch unterwegs, ja, ist so ein bisschen Alien Isolation mäßig. So Trial and Error, die reagieren auf Geräusche, auf Bewegung etc. und jagen dich halt. Und du kannst sie aber nicht wirklich wehren, zumindest am Anfang, und musst immer ständig flüchten. Und ich glaube, die Entwickler haben sich das ein bisschen atmosphärischer vorgestellt und gedacht, ja, das finden die Leute schon geil. Aber eigentlich sind diese Emmy-Bereiche nur nervig, bis du dann quasi ein bestimmtes Waffen-Upgrade kriegst, womit du die auch quasi besiegen kannst. Und dann werden sie halt unsinnig. Also dann kann diese Spannung ja theoretisch auch gar nicht mehr bestehen, so. Sie sind einfach nur nervig. Und das ist eine Sache, die mich wirklich stört. Das ist aber auch allgemeine Kritik. Also das Spiel wird ganz schön gehypt. Die Leute feiern das natürlich ab, dass vor allem jetzt nach so vielen Jahren, ich glaube jetzt 13 Jahren oder zumindest mindestens 10 Jahren, ein neuer Ableger der Reihe draußen ist. Und feiern das ganze Spiel außer diese Emmy-Bereiche. Die Leute finden es halt einfach nur nervig und das kann ich tatsächlich bestätigen. Es ist nervig. Man kommt aber nach ein, zwei Mal ausprobieren, wie die so funktionieren, kommt man da gut durch. Was ich krass finde, ist, dass die Bossfights unverhältnismäßig zum restlichen Spiel gefühlt richtig schwer sind. Du musst die ersten gefühlt 10 Versuche beim Boss sind einfach nur zu gucken, okay, wie funktioniert der? Und dadurch, dass man ja so Demon's Souls, Dark Souls und so gewohnt ist oder Souls-like Games, die kriegen das halt schneller hin, dir auch einen Boss mit mehreren Movesets sozusagen, dass du den studierst, aber dass du es auch schon beim ersten, zweiten und dritten Mal kapierst, wie er funktioniert und sind da ein bisschen fairer. Hier habe ich so das Gefühl, man hat versucht, die künstlich schwerer zu machen, vor allem wenn dich ein normaler Gegner hittet, verlierst du relativ wenig Energie. Aber wenn so ein Boss dich schlägt, dann ist da gefühlt die halbe Lebensenergie irgendwie weg. Also es hat halt so das Gefühl, als ob sie versucht haben, das dann ein bisschen schwieriger noch zu machen. Aber es wirkt dann eher, zumindest bei ein, zwei Bossen, die ich bekämpft habe, beim ersten jetzt nicht, aber beim zweiten zum Beispiel, das hat mich so abgefuckt. Das hat mich richtig genervt. Da saß ich 2 Stunden dran. Also 2 Stunden. So. Und aber du warst noch dabei, also. Ja, naja. Du musst ja auch was haben. Ja, das ist mein Ehrgeiz, Alter. So, aber das denke ich, Leute, die da nicht so Bock drauf haben, die da eher mehr so auf dieses Metroidvania-like mehr Wert legen, werden aber vielleicht von abgeschreckt, keine Ahnung. Also es macht auf jeden Fall viel Spaß, ja? Ich habe über die Bosse eigentlich fast nur positiv gehört. Ich bin ein bisschen überrascht, dass du jetzt so über die Bosse redest. Na, es ist ja auch positiv. Über die Bosskämpfe. Ist ja auch positiv, nur finde ich, wenn etwas unfair gestaltet ist, ist es nicht automatisch besser. So, das finde ich auch bei Spielen wie Hollow Knight. Da gibt's teilweise einfach Bereiche. Natürlich finden die Leute das geil und cool. Und es ist ja auch nichts Schlechtes. Aber ich finde halt, wenn es nicht zum restlichen Spiel passt und das wirkt an der Stelle nicht, fühlt sich komisch an. Wenn der Rest des Spiels irgendwie einfach ist. Also ich bin, glaube ich, nicht sehr oft gestorben, außer bei den Emmys und bei den Bossen. Und der Rest war easy to go. Hätte das einen ausgewogenen Schwierigkeitsgrad, der auch quasi Hauptgameplay drin ist, dann fände ich das nicht jetzt nicht so problematisch. Aber ich finde schon, dass da dass das ja unstimmig wird. Man fühlt sich nämlich in restlichen Game super, super übermächtig, gefühlt auch schon am Anfang. Mit wenigen Items und bei den Bossen ist man auf einmal super klein. Kann man jetzt sagen, ja klar, ist ja auch ein Boss und so, aber ja, finde ich, da kann man das ganze Spiel dann auch schwerer machen und nicht nur die Bosse, so. Weil das zieht nämlich einen ganz schön genauso wie die Emmys aus dem Flow raus und ich finde, so ein gutes Metroidvania profitiert nämlich davon, wenn du einfach in so einem fast schon, na nicht hypnotisch, aber meditativen Zustand verfällst und dann dadurch die Welt so strafst und jumpst und Abkürzungen findest und suchst. Und das stört mich schon irgendwie. So, aber ich habe halt die anderen Teile nicht gespielt, deswegen habe ich da keinen Vergleichswert, außer jetzt so Games wie Hollow Knight und so,
wo aber das gesamte Spiel schwierig ist. So, dann finde ich das auch cool. Genau, also wie gesagt, vielleicht beim nächsten Teil keine Emmys einbauen und nicht versuchen, ein Spiel in 2,5D irgendwie versuchen, gruselig zu gestalten. Das funktioniert irgendwie nicht so ganz. Ansonsten von der Atmosphäre und vom Art-Design finde ich super. Man muss halt auf Metall und außerirdische Planeten stehen, aber ich fand einige Bereiche, also die am Anfang sind nicht sehr abwechslungsreich, aber gerade die letzten Bereiche, in die man kommt, finde ich, sind optisch auch sehr, sehr ansprechend umgesetzt. Und da lässt die Switch auch echt mal ihre Muskeln spielen. Also da fand ich schon sehr faszinierend, was man da so optisch geboten bekommt. Ja, das soll es auch und gewesen wie sein. Wie ist der Soundtrack, die Musik? Scheiße. Also scheiße, mich nervt's halt, weil ich mir so denke, okay, Super Metroid, habe ich mir auch mal den Soundtrack nochmal reingezogen, war halt sehr ikonisch. Und das Einzige, was hier halt gemacht wird, also es passt halt zum Spiel und zu den Bereichen, die du sagen kannst, es hat eher was so im Hintergrund, also so Hintergrundgedudel hast du, so Ambient Music. Aber du hast ja jetzt das Gleiche wie bei Shang-Chi, wenn du mich jetzt, Suicide Squad, wenn du jetzt mich fragst, ja, hast du einen Track so im Hinterkopf? Dann kann ich dir sagen, ja, die Hauptmelodie, aber das ist ja die generelle Hauptmelodie von Metroid. Nur ein bisschen abgewandelt, aber nicht so, dass ich sage, wow, das haut mich jetzt irgendwie vom Hocker. Also das finde ich sehr schade, weil da fehlt einfach was. Es passt natürlich, weil Ambient-mäßig da durch die Gegend zu tingeln, das Einzige, was nur sich nervig in meinen Kopf gebrannt hat, ist die Emmy-Musik, wenn sie dich entdecken. Dann macht das immer und denkst so, okay, ich hab's verstanden, ich werd gejagt. Ich erkenne das an dem Roboter, der hinter mir herläuft, hektisch. So, und ja. Also wie gesagt, es ist ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel. Ich kann es jedem nur ans Herzen legen, der eine Switch besitzt und irgendwie Bock auf solche Games hat. Aber halt ein paar Sachen gehen, finde ich, so vom Konzept nicht auf. Und eine Sache noch, was mich richtig gestört hat, ist, es gibt so Momente im Spiel, wo du nicht weißt, wie es weitergeht. Wo ich mir quasi Komplettlösung oder Playthrough von Gregor zum Beispiel, von den Rocket Beans, hab angeguckt, damit ich weiß, wohin ich weiter muss, weil es gibt keine Markierungen und so, das ist auch okay, weil das den Forschungsdrang erhöht, aber du hast natürlich super viel Backtracking und manchmal checkt man einfach nicht, okay, wohin muss ich weiter? Das hat mich sehr gestört. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen blöd einfach, keine Ahnung, aber das hat mich gestört, dass du nicht irgendwie, wenn du auch mal 2-3 Tage nicht gezockt hast und wieder reingehst und so, warte mal, wo war ich? Okay. Und dann rennst du so die Karte ab und irgendwann findest dann zufällig den Durchgang, wo du durch musstest und denkst so, oh geil, geht weiter, aber das ist dann schon manchmal nervig, weil die Sachen sind natürlich super krass miteinander verzahnt. Ja. Cool, Tino. Vielen Dank. Interessant. Ja, dann würde ich sagen, damit haben wir doch alle Themen, die wir auf unserem Papierchen haben, auf dem digitalen Papierchen natürlich, abgeschlossen. Und damit auch die Folge 60. Ich bedanke mich mal wieder bei allen, die bis zum Schluss zugehört haben. Danke Tim, danke Tino. Und danke Martin. Danke Stella. Du bist ein großartiger Moderator. Ja, danke. Oh, entschuldige jetzt. Ja, Stella, ich wollte mal, Stella vergisst man nicht mal ganz schnell, weil ich die natürlich jetzt hier nicht sehe. Stella vergisst man überhaupt nicht, die sieht man einmal Stella. Im Leben und nie wieder vergisst man sie. Sag doch nicht sowas, Martin. Ja, und ich bedanke mich auch bei euch, liebe Zuhörer, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und freue mich auf ein Wiederhören bei Band 61. Und würde sagen, bis dahin, seid schönartig und wir hören uns dann in der, wahrscheinlich im November wieder, würde ich sagen. Oder im Dezember? Nee, im November würde ich sagen. Im November. Ne? Im November, ja. Ja, die letzte Folge sozusagen vor unserer Jahresabschlussfolge ist das dann. So spät ist es schon. Naja, egal. Crazy. Bis dann. Tschüss. 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 Und vergesst nicht, uns zu abonnieren und zu liken und bei iTunes eine Bewertung zu lassen, denn wir würden uns freuen, wenn ihr uns supportet, denn wir brauchen bald Geld für bessere Technik für Tim. Folgt uns auf MySpace und StudiVZ. Oh yeah. Tschüss.